Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einer ganz besonderen Vorstellung im Rahmen unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Bei Was tut sich im deutschen Film zeigen wir jeden Monat in der Regel ein herausragendes aktuelles deutsches Kinowerk, wo wir dann den Filmemacher einladen und im Anschluss gibt es ein ausführliches Werkstattgespräch, wo wir uns damit beschäftigen, was die Hintergründe sind, auch im deutschen Filmgeschehen generell. Ja, und wir haben jetzt mal gedacht, Anlass, Carte Blanche, Ulrich Tukur und gleichzeitig ein ganz, ganz wunderbares Werk, das eigentlich fürs Kino gemacht zu sein scheint. Das wollen wir Ihnen heute präsentieren, denn wir haben hier heute einen Tatort, der nicht nur Fernsehgeschichte, sondern sogar weit mehr geschrieben hat, wie ich finde. Er hat auf mehreren Filmfestivals große Preise gewonnen. Kritiker loben ihn über alles und das völlig zu Recht. Es ist eine große Freude, diesen Film auf großer Leinwand zu sehen, was ich auch auf den Festivals schon genießen konnte. Und wir sind wahnsinnig stolz, dass es auch noch im Heimatkino des Regisseurs und des Drehbuchautors jetzt heute geschieht. Dafür schon mal einen herzlichen Applaus, dass ihr da seid, Florian Schwarz und Michael Brühl. Danke euch. Auch weitere Teammitglieder übrigens, der Cutter Stefan Blau ist gekommen, Komparsen sind hier und natürlich auch ganz wichtig das Thema des heutigen Abends, die Redakteure des Filmes vom HR. Jörg Himstedt wird hier sein, Liane Jessen wird hier sein und wir werden genau darüber reden, was dieser Einfluss von Redakteuren auf Fernsehen, auf Kino für den deutschen Film eigentlich bedeutet. Dass das alles so einfach möglich ist, ist eine Kooperation zu verdanken mit EPD Film, das ist Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film. Und heute ist das sogar eine Doppel-EPD-Kooperation, denn die Chefredakteurin von EPD Medien, die Mut Röther, wird nachher dann das Gespräch mit mir, mit den vier Gästen führen. Und darauf freuen wir uns sehr. Also es lohnt sich nachher nach dem Film unbedingt sitzen zu bleiben. So, langer Rede, kurzer Vorfilm. statt Werbung, das kennen Sie vielleicht bei uns, zeigen wir hier immer einen thematisch passenden Vorfilm in dieser Reihe, den ich in dem Fall ausgewählt habe. Und das ist ein Film mit dem Titel Underground Odyssey. Ein Film von der Kölner Gruppe. Christos Dasios, Uli Groß, Robert Nacken, 2010. Ein Film, der mit dem Deutschen Kurzfilmpreis in Gold in jedem Jahr ausgezeichnet wurde. Und wie ich finde, ganz gut passt, so als Vorfilm zu einem Tatort. 6 Minuten lang, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und bis gleich. Ja, begrüßen Sie jetzt bitte den Regisseur von Im Schmerz geboren, Florian Schwarz, hier vorne bei uns. Herzlichen Applaus. Dein Mikro, ja, grüß dich. Wie ist das? Ich habe gesagt, Heimatkino hier. Was hat es damit auf sich? Du hast eine Vergangenheit mit diesem Kino, mit diesem Haus zumindest. Genau, mit dem Haus. Ich glaube, für uns, also für Michael Brühl und mich, schließt sich hier mit der wahrscheinlich letzten Aufführung auf einer großen Leinwand, die Im Schmerz geboren jetzt nochmal genießen kann, auf sehr schöne Art nochmal ein Kreis. Ich war als kleiner Junge oft hier im Museum selbst. Michael Brühl, der Autor, hat, glaube ich, hier seine halbe Jugend verbracht. Der Film ist ein Tatort des Hessischen Rundfunks. Jörg Himstedt, Liane Jessen haben den Film betreut, angestoßen, mitentwickelt, produziert. Er ist hier um die Ecke entstanden. Im Städel haben wir eine Szene gedreht zum Beispiel. Frankfurt und Umgebung, genau, und ja, dafür dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das möglich gemacht hast, lieber Urs, und einen herzlichen Dank auch an Frau Röther, die das hier auch mit dir möglich gemacht hat. Das ist natürlich selbstverständlich, weil das ist ein Film, ich habe es vorhin gesagt, der wirkt wie für die große Leinwand gemacht. Ist das auch etwas, was ihr von vornherein im Auge hattet, dass es so werden soll, dass man eigentlich denkt, oh mein Gott, ich will den im Kino sehen? Oder wie war das so von eurer Konzeption her? Also von der Konzeption her ist es eigentlich so, dass wir uns darüber dann gar nicht so viel Gedanken machen, ob das jetzt ein Fernsehfilm ist, ein Kinofilm. Ich glaube, wir bringen einfach so eine Kinohaltung mit, wir beide, bei den Sachen, die wir zusammen machen.
und hoffen dann, dass es dann auch standhält, wenn es dann mal zu solchen Ereignissen wie heute kommt, auf der großen Leinwand läuft. Das muss man dann sehen, das ist mal so, mal so. Und ja, also ich habe persönlich immer einen großen Bezug auch zum Fernsehen gehabt, also gleichermaßen eigentlich wie zum Kino. Ich fand das immer dieses so schmuddelige Etwas, was da im Wohnzimmer rumsteht, wo man nachts dann Filme gucken kann und so. Ich bin eben nicht in Frankfurt mit einem Filmmuseum aufgewachsen. Meine ganze filmische Sozialisation kommt vom Fernsehen, von Videotheken. Ich bin in der Kleinstadt aufgewachsen. Also ich habe immer eine große Nähe auch zu Fernsehen gehabt. Gleichzeitig gibt es die Sehnsucht nach der großen Leinwand. Ja. Und die Kenntnis der großen Geschichten, der großen Filme, die merkt man euren Filmen auch definitiv an. Ja, ich finde es ganz, ganz spannend, dass wir den Film jetzt hier sehen. Filmkritiker haben den wirklich ja gelobt über alles. Preise vom Grimme-Preis bis zur Goldenen Kameras. Jetzt gerade ein Filmkritiker, der mir abgesagt hat, nochmal persönlich, weil er so gerne gekommen wäre, bezeichnet es als Sternstunde. Was macht das hinterher? Also ist das einfacher, dann weitere Projekte zu machen? Oder wie ist das? Und wie fühlt sich das an, seinen eigenen Film als sowas bezeichnet zu bekommen? Überwältigend natürlich auf der einen Seite, klingt abgedroschen, aber rechnet man wirklich nicht mit, auch mit der Flut, die es da wirklich gab. Gleichzeitig haben Michael und ich auch immer einen großen Hang, masochistischen Hang, uns dann auch gerade die Kritiken reinzuziehen, die besonders negativ sind. Und die gab es auch. Gar nicht so wenige übrigens. Und da rauszukriegen, was hat eigentlich den Leuten auch missfallen und so, was und so. Das finde ich genauso spannend. Zu deiner Frage nochmal, das hat dann auch irgendwie so ein bisschen was Rauschhaftes dann irgendwann, muss man sich auch manchmal ein bisschen bremsen, dass man es dann so giert, gleich wieder nach dem nächsten und so weiter, bei dem Lauf, den der Film hatte damals. Rausch ist das richtige Stichwort. Dieser Film versetzt einen solchen Rausch. Wir sagen schon mal ganz herzlichen Dank. Toll, dass du uns diesen hier präsentierst. Florian Schwarz, meine Damen und Herren. Dankeschön. Dankeschön. Wir sehen Ja. uns nachher wieder. Ja. Genau, wir sind ein bisschen unterschiedlich im Duzen und Siezen. Stören Sie sich nicht daran, aber ja, wir freuen uns sehr darauf, uns das Wort hat. Zunächst mal Dimut Röther, die mit mir das Gespräch führt, Chefredakteurin von epd Medien. Ja, schönen guten Abend. Ich darf hier erstmal die beiden Redakteure vorstellen, die verantwortlich sind für diesen Film, die diesen Tatort betreut haben. Das ist zum einen Liane Jessen, die seit 1999 die Fernsehfilmabteilung des Hessischen Rundfunks leitet. Davor war sie Redakteurin beim ZDF, hat unter anderem beim kleinen Fernsehspiel gearbeitet. Sie hat verschiedene Preise gewonnen, unter anderem 2014 den Hans-Abich-Preis für herausragende Verdienste um den deutschen Fernsehfilm und 2012 den Metropolis-Preis der Regisseure. Das sagt auch viel über die Wertschätzung der Regisseure ihr gegenüber. Und ihr eilt der Ruf voraus, dass Fernsehfilme ihr gar nicht schräg genug sein können. Und das werden wir vielleicht heute Abend noch hören, wie das funktioniert. Das hoffen wir zumindest. Und genauso lang wie Frau Jessen ist auch Herr Himmstedt beim Hessischen Rundfunk, nämlich auch seit 1999. Sie sind also ein eingespieltes Team. Das werden wir wahrscheinlich heute Abend auch noch erleben. Und verantwortete Filme wie eben den Sie eben gesehen haben, den Tatort, dann einen früheren Tatort dieser beiden Herren von Herrn Schwarz und Herrn Pröhl, nämlich Weil sie böse sind. Diejenigen, die den gesehen haben, werden sich vielleicht erinnern an das hervorragende Spiel von Matthias Schweighöfer. Und Filme, die auch sehr ungewöhnlich sind im Fernsehen, wie Alaska Johansson. Auch wer den gesehen hat, wird ihn nicht vergessen haben. Und einer von den Kinofilmen aus den letzten Jahren, die Herr Himmstedt betreut hat, war Oh Boy. Ja, dann mache ich doch direkt weiter. Das Thema eingespieltes Team gilt auch für die beiden Filmemacher hier, nämlich wir haben hier Florian Schwarz und Michael Pröhl. Florian sitzt hier zu meiner Rechten, Michael auf der Seite bei Dimut Röther. Ja, die kennen sich tatsächlich auch schon seit ihrem Studium, oder? Seit der Filmakademie Baden-Württemberg, der Diplomfilm Katze im Sack war das die erste Zusammenarbeit von euch beiden, ne? Genau. Und 2004 war das direkt mit dem First Steps Award ausgezeichnet. Ja,
Und dafür gab es dann auch noch den Preis fürs beste Drehbuch beim Max-Ophüls-Preis. Also es ging direkt mit großen Preisen los. Eine große Karriere wurde da schon angedeutet. Und es folgten dann eben gemeinsam auch zahlreiche Filme und auch HR-Produktionen eben. Neben dem schon genannten, weil sie böse sind, auch das Schneckenhaus 2005. Alleine deswegen interessant, weil die zwei späteren Tatortkommissare Andrea Sawatzki und Uli Tukur da zusammen agieren. Und auch Waffenschwestern um eine Frauenbande, die historische Duelle ausfechtet. Auch das ganz, ganz spannende Stoffe, was schon ein bisschen andeutet, wie es dann eben weitergeht. Bis hin zu dem schon erwähnten, weil sie böse sind. Wo Milan Peschel dann zum Auftragskiller wird von Matthias Schweighöfer, um seine Familie auszulöschen. Ganz spannend. Ja, Michael Pröhl arbeitet natürlich auch mit anderen Regisseuren noch zusammen. Zum Beispiel Sebastian Marker, Sven Tadiken, Ben von Grafenstein oder Patrick Taus. Ist Teil des Autorenkollektivs Schreibkombinat Kurt Klinke. Und ja, seine Stoffe versprechen in der Tat auch Erfolg. 2007 Karlsschlag, Publikumspreis in Mainz bei Films, da haben wir uns kennengelernt damals. Und das geht jetzt bis heute, Kurzfilm-Interview und das Schweizer Jugenddrama Driften mit gleich 3 Preisen beim Max-Ophüls-Preis letztes Jahr ausgezeichnet. Ja, aber im Mittelpunkt steht natürlich immer die Zusammenarbeit zwischen den beiden. Das kommt auch immer wieder. Und ja, der Frankfurter Tatort Kälter als der Tod ist da zu nennen, sowie die HR-Produktion Das weiße Kaninchen. Da geht es dann um den Online-Missbrauch von Jugendlichen. Aber auch fürs Privatfernsehen haben die beiden gearbeitet, zum Beispiel den Sat.1-Krimi Hanna Mangold. Und darüber reden wir sicher auch gleich, wo da vielleicht die Unterschiede in der Arbeitsweise liegen. Das unbestrittene Opus Magnum haben wir gerade gesehen, im Schmerz geboren. Und ja, ich frage mal direkt als erstes an euch beide, Florian und Michael. Ja, Shakespeare trifft auf so einen Western-Klassiker, spiel mir das Lied vom Tod und das in Wiesbaden-Erbenheim. Wie kommt man auf so grandiose Ideen? Erzählt uns ein bisschen von diesem Entstehungsprozess zu diesem Stoff, den wir gerade gesehen haben. Ja, jeder hat ein Mikro. Ja. Angestoßen wurde das von Liane und Jörg, das Ganze. Es ging damals darum, oder es war das Bedürfnis da, die Moreau-Figur, Ulrich Tukurs Figur, auf einen Antagonisten prallen zu lassen, der auf Augenhöhe mit ihm agiert. Und dann gab es so vereinzelte Ideen, dass was auch vielleicht was mit Western zu tun haben könnte und so. Und und daraus kristallisierte sich dann so zwischen uns in unserem Prozess, Michael in meinem Prozess, so eine erste Prämisse raus, nämlich eine Rachegeschichte zu erzählen oder eine Rachemechanik, so, die sich über 20 Jahre zieht und ausgetüftelt wird. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite so die Idee, ob man was damit anfangen könnte, Moreau quasi auf seinen Sohn stoßen zu lassen, er ahnungsloserweise. Und so war es auch in einem ganz frühen Entwurf, ihn auch töten zu lassen von Moreau. Genau, das waren so die Eckpfeiler ganz am Anfang. Michael, dieser Zitatreichtum, den dieser Film einfach aufweist, ich glaube, das wurde immer weiter gesponnen, nehme ich stark an. Das ist sowas, was ja eigentlich nie enden kann. Wo sind da die Grenzen? Also, oder wie war die Vorgabe, lass mal raus, was du schon immer machen wolltest? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder wo war dann wirklich die Grenze für dich? Ich glaube, erstmal die Grenze ist beim Zuschauer, der Zitate entdecken kann oder will. Will ist, glaube ich, das richtige Wort. Das ist ja das große Missverständnis des Films, sind die Zitate. Mhm. Im Grunde sollte das nie ein Zitatfilm werden. Da sind einige Unfälle passiert, eigentlich in der Entwicklung. Wenn man jetzt mal sieht, was scheinbar Zitate drin sind, ich probiere es kurz zu machen, das ist Jules und Jim, Spiel man sieht vom Tod, sieht man ganz deutlich solche Bezüge, Shakespeare, die sollten eigentlich alle aus den Figuren rauskommen. Das heißt, die beschäftigen sich damit, darum werden sie gesagt in dem Ding und nicht im Zitat, dass sozusagen der allwissende Autor und Regisseur da irgendwas reinsetzen. Das sollte von den Figuren kommen. Und eigentlich sonst keine Zitate. Dann kommen die Unfälle. Die Unfälle ist, das Spiel man sieht von Tod, die Szenen so geschnitten sind, dass wir nicht mehr wissen, dass es der zweite Lieblingsfilm von Moreau und Harloff ist und dass es wirklich ein Begrüßungszitat war. Es gab da noch andere Szenen und so weiter.
Dann entscheiden wir uns für ein Schmetterlingsmotiv und stellen in der Postproduktion fest, dass der Totenkopfschwärmer, der eigentlich als Symbol für Krieg da ist, auch bei Schweigen der Lämmer benutzt wird. Man merkt schon, dann hat man schon mehrere Filme und denkt so, das ist die, Lesart des Films. Und das ist das Missverständnis und dann kommen dann im Stern und im Spiegel seitenweise, das kommt aus dem Film, das aus dem Opernstück und so weiter. Ich habe das gelesen und habe mir auch vorgenommen, die Hälfte der Filme mal und Theaterstücke anzugucken, die ich noch nicht kenne. Das geht so weit, wie auch bei diesem Laserpointer auch die Leute, ein Kritiker mal meinte, das erinnert mich an irgendwas. Punkt, Punkt, Punkt. Sozusagen, man sucht jetzt auch verkrampft nach irgendetwas. Aber es war so eigentlich nie gedacht. Zum Beispiel auch der Schmetterling, der wegfliegt als Tattoo, war eigentlich nicht an Amelie gedacht, sondern das war vielleicht ein kleiner Hommage an City of Lost Souls von Takeshi Miike, der ein Jahr früher gedreht worden ist als Amelie. Und an den habe ich tatsächlich gedacht und fand es charmant, für einen deutschen Film das zu bringen. Das ist natürlich, aber ich habe nicht an Amelie gedacht. Herr Himstedt, wir haben gerade gehört, die Idee ging sozusagen von Ihnen aus, von der Redaktion. Das heißt, Sie stellen sich dann hin und fragen sich, wer sind jetzt eigentlich die richtigen, wer ist der richtige Regisseur, wer ist der richtige Autor, um diesen Film umzusetzen? Oder wie gehen Sie daran? Naja, in dem speziellen Fall kennen und kannten wir uns ja schon sehr lange. Also wir haben ja sogar selbst den Abschlussfilm in Ludwigsburg gemeinsam gemacht. Und mit Tukor gibt es halt die Verabredung, dass wirklich jeder Film was sehr Besonderes, sehr Spezielles sein soll und das ist ja auch nicht immer einfach und da wir uns gut kennen und glaube ich so ein bisschen aufeinander geeicht sind, haben wir uns einfach zu viert getroffen und irgendwie so ein bisschen gebrainstormt und dann kamen halt die Sachen erstmal an den Tag, die Florian ja schon erwähnt hat und mit so diversen Ideen, da waren auch noch mehr Ideen im Spiel, die dann gar nicht in den Film eingeflossen sind, sind die beiden dann losgezogen. Und aber letztendlich vieles von dem, was das jetzt ist, das ist schon ganz originär, dann Michael Pröhl und Florian Schwarz. Und Frau Jessen, der Hessen-Tatort ist bekannt dafür, dass er immer so ein bisschen das Format sprengt. Es gibt da auch nicht immer positive Reaktionen drauf. Wie waren die Reaktionen auf diesen Film, als der ausgestrahlt war? Ich weiß, dass bei Das Dorf mit Tukur haben Sie auch Morddrohungen bekommen, haben Sie erzählt. Wie war es bei diesem Tatort? Ja, also die Begeisterung war schon vorherrschend. Aber es gab natürlich auch unglaublich viele Leute, die sich ganz schrecklich darüber geäußert haben und das hervorstechendste Argument ist, dies ist kein Tatort. Und das Interessante daran ist, dass es in Deutschland schon an den Schulen überhaupt keine Genrediskussion gibt. Also was ist ein Genre, warum muss man im Genre bleiben, wie kann ich ein Genre erhalten? Meiner Meinung nach kann man ein Genre nur erhalten, indem man sozusagen die Grenzen sprengt. Also das bürgerliche Trauerspiel hat man auch gesagt, es war nach Gerhard Hauptmann irgendwie zu Ende und dann hat Fassbinder es wieder neu belebt. Also Genres leben von der Überschreitung. Und der Tatort lebt gerade von der Überschreitung. Es hätte ihn nicht so lange gegeben, wenn es nicht immer wieder Filme gegeben hätten, die diese Form in Frage gestellt hätten. Und ein kleiner Sender wie wir, der 6 bis 7 Filme im Jahr macht, muss jedes Mal in die Auffälligkeit gehen. Wir können uns kein Mittelmaß erlauben. Und kommt diese Kritik, das ist kein Tatort, kommt die eher aus dem System raus oder kommt die eher von außen? Also kommt die auch von innen, von der ARD? Die kommt eher von außen, weil sie würde von innen kommen, wenn dieser Film nicht sozusagen die Menschen so berauscht hätte. Das war ja irgendwie eine unglaubliche Welle. Da hat dann niemand gewagt, irgendwas dagegen zu sagen, außer Gebhard Henke vom WDR, der gesagt hat, naja, auf mich hört ja eh keiner. Hier macht ja jeder, was er will. Kritik kam von außen. Der Tatort-Koordinator innerhalb der ARD, das sollten wir vielleicht dazu sagen, also der, der eigentlich den Hut auf hat dafür. Ne? Aber es hört echt keiner auf ihn.
Gott sei Dank möchte ich einfügen. Nein, was mich natürlich jetzt auch nochmal ganz konkret interessieren würde, okay, Sie haben auch schon bei der Premiere damals im HR gesagt, Sie möchten diese Nische des obersten Endes der Qualitätsskala so ein bisschen auch besetzen. Etwas, was sonst vielleicht eher weniger besetzt wird. Das fand ich sehr, sehr spannend und würde mich auch interessieren dafür, wie arbeitet man dann konkret an so einem Drehbuch, also in der Zwiesprache mit dem Autor, um das zu erreichen? Also ich würde sagen, Nische finde ich ein ganz schreckliches Wort. Das sieht so aus wie so Putzecke oder so ja. Irgendwie so im Dunkeln. Sagen wir die Spitze, der Gipfel. Nein, auch nicht, das wäre anmaßend, sondern ich würde sagen, was uns alle eint, die wir hier zu viert sitzen, glaube ich, ist das, was wir tun, lieben wir über alles und uns eint bedingungslose Leidenschaft. Und die finde ich kaum noch. Die finde ich weder bei meinen Kollegen, die finde ich auch sonst in der Branche wenig, weil alles sozusagen finanziellen Erwägungen, Quoten, strukturellen Diskussionen und so weiter unterworfen ist. Im Prinzip gehen wir eigentlich so vor, wir warten eigentlich nicht auf Drehbücher, die uns zugeschickt werden, sondern Jörg, Lilly und die übrigen Redaktionen, wir setzen uns hin und überlegen, was wollten wir schon immer mal gerne erzählen, was uns ist aufgefallen, was haben wir gelesen, was haben wir gehört. Wir lesen und hören und sehen sehr viel. Und daraus entsteht dann ganz organisch das Gefühl einer Idee. Und wie eine vegetative Pflanze suchen wir uns dann sozusagen die Organismen, die in der gleichen Schwingung sind. So nach dem Prinzip, wer könnte ähnliches Interesse haben, wer könnte Spaß dran haben, etc. Und dann rufen wir die an, dann laden wir die ein, dann trinken wir ganz viel Kaffee und sitzen in der Sonne und machen kreatives Brainstorming. Und dann, Michael? Nein, weil dann ist die Idee da und dann wird die Arbeit, denke ich mal, erstmal an dich weitergegeben und dann gibt es da so ein Zusammenspiel, könnte ich mir vorstellen. Ich erkläre uns mal, wie das funktioniert. Nee, ich probiere das jetzt gerade zu differenzieren, weil ich meine, ihr seid eine Redaktion, ihr arbeitet, ihr könnt nur eure Arbeit beurteilen, in dem Sinne, dass ich, also wir auch mit anderen Redaktionen zusammenarbeiten. Es geht ja auch um den Unterschied, ja. Das hört sich, ich glaube, weil viele Redaktionen so sagen würden, so läuft es auch bei uns. Ich sehe da aber Unterschiede. Ich sehe da Unterschiede, dass im Hessischen Rundfunk sehr viel weniger für, auch schon für den Autoren, ich gehe jetzt stärker vom Autoren aus, angstfrei arbeiten kann, sondern es wird gleich ein Vertrauen gesetzt. So, wir finden dich toll, wir wollen das Bestmögliche zusammen entwickeln. Das ist nicht, bei vielen anderen Redaktionen muss man erstmal überhaupt in eine Vorleistung gehen, Geschichten anbieten. Und dann wird geguckt. Hier ist es sehr stark da, wenn es gleich gut läuft, hat man eigentlich einen Vertrag. Das heißt, die Angst des Finanziellen ist erstmal, muss schon viel Scheiße bauen, dass das dann aufgelöst wird. Aber und das ist dann weggenommen und dann kommt die Angst, dass man jetzt den Leuten, die so viel Vertrauen hat, eben auch was Gutes zeigen muss. Das ist dann eine konstruktive Angst. Ja. Und das beflügelt dann halt auch zum Arbeiten, auch gegenseitig. Das ist schon mal ein Unterschied. Vielleicht noch zur Erklärung. Also normalerweise schreibt ihr ein Drehbuch und das noch zunächst ohne jegliche Vergütung, also wenn man das irgendwo einreicht. Ja, das ist total kompliziert, weil es gibt so viele unterschiedliche Art und Weisen, wie ein Drehbuch entsteht. Also, und das ist beim HR, die haben eine ganz spezielle Note und das finde ich auch besonders, auch in Deutschland. Hier kann es auch hinhauen, wenn man sich versteht, können wir im Gespräch die gesamte Geschichte durchgehen und wir brauchen gar kein Papier. Dann ist das Vertrauen da und... Das hängt aber damit zusammen, das wissen vielleicht einige nicht. Wir sind die einzige Redaktion in Deutschland, die ihre Sachen selbst produziert. Das heißt, wir sind Produzenten und gehen eigentlich wie die guten alten Hollywood-Produzenten vor. Woher kommt das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Sender hat es verschlafen. Und dann war es zu spät. Und jetzt ist das Glück dieses Senders, weil sie haben... sozusagen den Zugriff auf das Produkt von der Idee bis zum Ende ohne Energieverluste und ohne Querelen mit Produzenten, mit irgendwelchen Zwischenleuten. Das geht natürlich aber nur dann, wenn der Anfang, also wie in dem Fall Jörg und ich, gut funktionieren. Wenn sie zwei Idioten da sitzen haben, funktioniert es natürlich nicht. Ja. Das kann man ergänzen. Also die Produktionsfirmen, die sind oft vorgeschaltet und auch bei den inhaltlichen Sachen ist dann immer die Idee da, was könnte der Redaktion gefallen. Es geht um Aufträge.
dann kommt es zu so Blüten, dass zum Beispiel, weil sie böse sind mit Matthias Schweighöfer. Produktionsfirma sagt, super, fanden wir ganz toll. Bei unserer Redaktion, für die wir immer arbeiten, würde das nie hinhauen. Redaktion meldet sich nach dem Tatort bei mir. Komm mal vorbei, wir treffen uns so, weil die Produktionsfirma immer komische Stoffe anbringt. Dann besprichst du irgendeinen Stoff und dann irgendwann die Redaktion, es war ja ein toller Film, aber der kann wirklich nicht bei uns laufen so. Und irgendwann bist du verrückt, weil von beiden Seiten im Prinzip das System frisst sich da selber auf oder bestätigt sich selber. Ja. Das ist kann das passieren. Wir reden hier von negativen Fällen. Sind das jetzt Redaktionen von auch von öffentlich-rechtlichen Sendern, über die Sie reden, oder von Privatsendern? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das bei Privatsendern nochmal anders aussieht. Das ist auch nochmal. Ich meine, ich behaupte mal, Hannah Mangold ist entstanden, weil Anja Kling als erstes das Drehbuch bekommen hat, super fand. Und Sat.1 wollte damals eine Anja Kling-Reihe haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle in der Redaktion das Buch zu dem Zeitpunkt gelesen haben, als wir die Zusagen bekommen haben, dass das jetzt gemacht wird, oder? Ja. Das kann auch entscheidend für ein Projekt sein. Man darf sich nicht vorstellen, dass es alles immer nur um Qualität geht. Es geht auch um Faktoren. Und um Formate, also Formate, die erfüllt werden müssen. Ich habe zum Beispiel gehört von diesem Thriller, der kürzlich im ersten lief, das Programm, das sollte auch mal, eigentlich wollte Sat.1 den Stoff mal haben, dann haben sie das Buch gelesen und gesagt, das ist ein Thriller, das können wir ja gar nicht machen. Wir haben hier einen Familiensendeplatz, also das passt da nicht hin. Das heißt, sie suchen sich für ihre Filme dann auch immer die Redaktion, wo sie denken, das passt, oder... Wie gehen Sie vor, wenn wir überhaupt suchen können? Also ja. Wir werden meistens angesprochen. Also in der Regel ist das 80-90%. Willst du für uns eine Krimi-Reihe machen oder willst du in dem Format schreiben? Und das sind dann eher Produktionsfirmen oder eher Redaktionen, die auf das Sie ist bekommen? Unterschiedlich. Es kommt auch immer darauf an, weil wenn du noch nicht viel gemacht hast, dann du brauchst Kontakte, das ist ja überall so. Und es hilft natürlich, wenn jetzt, kann auch sein, dass ein Schauspieler, vielleicht ein Tatort-Kommissar, hat deinen letzten Film gesehen und meint, den Typen oder die Typen müssen wir jetzt haben für den nächsten Film, und dann spricht dich die Produktionsfirma an. Wie viel dürfen die Kommissare denn mitreden, Herr Himmstedt? Die Schauspieler? Naja, es ist erstmal ganz grundsätzlich schwierig oder schwieriger, in einem Format zu arbeiten für Schauspieler, weil sie natürlich wissen, dass sie dann in unserem Fall zweimal im Jahr dann einen Tatort drehen und eigentlich aus der Nummer nicht wirklich rauskommen. Das heißt, wenn sie ein Drehbuch nicht so richtig toll finden, dann würden sie normalerweise sagen, dann mache ich den Film nicht. Beim Tatort machen sie ihn dann doch. Also, oder sie müssten es gleich zum ganz großen GAU kommen lassen. Insofern sind sie schon ein Stück weit mit einbezogen, also vor allen Dingen in der Figurenfindung, so in der Geburtsphase. Was mich interessieren würde, an Florian vielleicht mal gerichtet, wir reden jetzt ja gerade über diese Arbeit zwischen Autoren und Redaktion. Du machst ja viel Fernsehen. Ich habe so das Gefühl manchmal, dass da so ein vorauseilender Gehorsam oftmals besteht. Also eben genau wie Michael es sagt, dass man gewisse Bücher gar nicht erst schreibt, weil man denkt schon, das lehnen die dann ja wahrscheinlich wieder ab, oder das ist denen zu mutig, zu gewagt, was auch immer. Wie gesagt, eher nicht hier logischerweise, sondern jetzt andere Beispiele genannt. Und gleichzeitig dann aber auch Redaktionen wieder sagen, in so einem vorauseilenden Gehorsam, das können wir nicht verantworten, wegen des Sendeplatzes, wegen irgendwelchen übergeordneten Geschichten, Quote, was auch immer. Wie schätzt du das ein? Ja, also das ist ganz oft so. Also wie Micha jetzt auch gesagt hat, also man erlebt einfach ganz oft durch diese, also da, wo es nicht so ist wie beim Hessischen Rundfunk, Produktion, Redaktion zusammen, deshalb wenig Reibungsverluste und so im Gespräch. Gibt es die Aufteilung von Produktionsfirma und Sender, und du erlebst oft, dass einfach gerade auf Seiten der Produktionsfirma es eben um den Auftrag geht. Du hörst eigentlich nicht die wahrhaftige Stimme manchmal dahinter. Und das macht einen kirre manchmal. Also man hat das Gefühl, wenn man will durchdringen, aber was hältst du denn jetzt davon und so weiter, was wird immer, sehr oft, nicht immer, aber durch quasi bestimmt das Urteil oder die Einschätzung der Machbarkeit von etwas davon, von der Angst, den Auftrag zu verlieren. Und das ist mit ein ganz entscheidender
Punkt für die Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk. Das fällt einfach da weg und man spricht wirklich auf Augenhöhe. Und es geht, es ist lustgesteuert. Also, ja, uns eint die Lust am Filme machen. Ja. Und das glücklicherweise gepaart auch noch mit einer großen Schnittmenge gemeinsamer Interessen und so. Solche Faktoren kommen manchmal gar nicht so zum Tragen. Mhm. Weil andere Dinge im Vordergrund stehen, den Auftrag zu bekommen und so weiter, wie auch schon von Micha gesagt. Ja. Man muss das aber noch ergänzen, dass die Produktion nicht so blöd dastehen, dass in Deutschland auch im Kinobereich oder vor allem, du profitierst als Produktionsfirma nicht richtig an dem Erfolg eines Films. Du profitierst davon, dass du den Auftrag bekommen hast, also dass du möglichst einen Film gibst, der möglichst preiswert gemacht worden ist, weil alles darüber hinaus oder zum großen Prozentsatz kannst du dann selber behalten als Gewinn. Machst du Überziehung, weil vielleicht, ich meine, ein Film wie Im Schmerz geboren können viele Produktionsfirmen, würde ich sagen, mit niedrigem Tatort-Budget, wenn sie es bekommen, nicht machen. Das muss eigenproduzierter Sender sein, der auch sicherlich Kapazitäten hat, die er eh einsetzen muss, wie eure Schreinerwerkstätten oder so. Und deswegen ist das dann oft bei den Produktionsfirmen so, ist die Frage, wann mache ich eigentlich einen Film, der Risiko fährt, der vielleicht auch Preise gewinnt. Wenn er keine Preise gewinnt, werde ich sogar noch dafür niedergemacht und habe vielleicht Geld reingesteckt und so weiter. Ja, es zahlt sich nicht aus, im Kino auch nicht in der Regel. Vielleicht an Jörg und Liane. Also Jörg hat bei Tatort Eifel letztes Jahr auf dem Podium gesagt, es kommen aber auch kaum mutige Stoffe an uns heran, ehrlich gesagt. Also da würde mich ja schon mal interessieren, was schätzt ihr denn eigentlich als mutig ein und inwieweit passt das zu den Vorgaben, die ihr vielleicht habt oder gibt es da gar keine Vorgaben inzwischen mehr nach all dem, was ihr da schon geschaffen habt innerhalb eurer Senderstruktur? Also Vorgaben gibt es natürlich beim Tatort ein Stück weit, ansonsten haben wir eigentlich nicht wirklich Vorgaben so, oder? Was für Vorgaben sind Jugendschutz. Ja, also wie die Kommissare sind, also wir kriegen manchmal so Vorschläge, die schicke ich ungelesen zurück. Das haben wir für den NDR geschrieben, aber wir können es ohne Probleme für Frankfurt umschreiben. Das ist nicht unüblich, also durchaus von ganz bekannten Leuten etc. So. Ich wollte noch was dazu sagen, was er mit den Werkstätten gesagt hat und dass ein Sender sich sowas leisten kann. Es ist natürlich so, da wir Produzenten sind und nicht nur Redakteure, haben wir die Verantwortung für das Produkt vom ersten bis zum letzten Nagel. Und wenn wir so ein teures Projekt jetzt haben wie Schmerz geboren, dann gucken wir halt übers Jahr wie eine gute Hausfrau. Dann kann ich mir halt das und das nicht leisten. Dann muss ich halt einen günstigeren Film machen oder dort was sparen etc. So gehen andere Redaktionen gar nicht vor. Das sind feste Etats bei festen Produzenten, die irgendwie, da kann man nicht wirtschaften. Da wirtschaftet der Produzent. So. Kreative Vorgaben, also es muss einfach eine Idee sein, die man in vier Sätzen erzählen kann und die einen sofort begeistert. Wo man wie ein kleines Kind sagt, und wie geht's weiter? Wenn ich schon anfange, auf der zweiten Seite nach vorne zu blättern und sagen, wie hieß der noch, was war da jetzt noch? Das ist zu 60% aller Sachen, die wir kriegen. Wie viel kriegt ihr denn? Also ich kriege relativ viel. So. Ich kriege gar nicht so viel, weil ich das immer, also wir kriegen halt auch relativ viel Kino-Co-Geschichten, die wir aber zu einem, weiß nicht, zu 95% nicht machen können aus finanziellen Gründen. Insofern ist es tatsächlich weniger geworden und also sowohl bei Kino als auch bei Fernsehfilmen kann ich nur für mich sagen, spreche ich eigentlich eher Leute an. Also ich wüsste nicht, wann das letzte Mal irgendwie eine erste Fassung eines Drehbuchs gekommen ist, das wir dann auch irgendwie gemacht hätten. Also normalerweise so, dass man Filme sieht von Regisseuren, von Autoren, entweder auf Festivals, es ist wurscht, ob das jetzt Kino oder Fernsehen ist. Und wenn man die interessant findet, dann nimmt man halt Kontakt auf zu den Leuten und da wir halt Produzenten sind, ist es also zumindest für mich extrem wichtig, eine Ebene zu finden, also eine persönliche Ebene zu finden, sprich
Auch ganz unabhängig, ob es schon Stoff gibt oder nicht, trifft man sich ein, zweimal, wird vielleicht auch mal eine Nacht um die Häuser ziehen und über das Leben reden und über Filme und sich irgendwie so ein Stück weit eine Chemie aufbauen. Und dann glaube ich, oder bisher ist es fast immer auch so gewesen, dann kannst du mit den Leuten auch einen Film machen, weil du musst halt wirklich auch die Ebene haben, ans Set zu gehen, bei Überstunden etc. und irgendwie eine Ebene mit den Kreativen dann zu haben, die nicht einfach nur eine Hierarchieebene ist, sondern irgendwie eine, wir machen gemeinsam einen Filmebene. Also zum Beispiel bei Männertreu, Mittwochsfilm, war es so, dass wir immer mit Thea Dorn was machen wollten, weil wir Thea Dorn als Autorin toll finden. Wir haben uns mit ihr getroffen und haben dann Brainstorming gemacht, was interessiert uns. Und dann sind wir irgendwie nach 2 Stunden drauf gekommen, dass uns interessiert, warum Männer, die alles haben, einen tollen Job, ein Renommee, viel Geld, eine schöne Frau, hingehen und alles für Scheiße aufs Spiel setzen. Und wir wollten einen Film machen, der das klärt. Das haben wir nicht geschafft, aber wir haben das Phänomen ziemlich gut beschrieben. Sie ging dann nach 4 Stunden nach Hause und hat gesagt, okay, ich weiß jetzt, was ich schreiben soll. Und dann haben wir überlegt, wer könnte das machen. Und Hermine Hundgeburt wollte immer mit uns mal einen zeitgenössischen Film machen. Also keinen historischen oder so oder auch keinen Kinderfilm. Und so haben wir das irgendwie Stück für Stück aufgebaut. Also es gibt manchmal einen Menschen, den man kennenlernen möchte. Und mit dem entwickelt man dann zusammen eine Idee, der beide irgendwie begeistert. Florian, wie war das bei dir? Wann seid ihr um die Häuser gezogen? Damals bei unserem Abschlussfilm Katz im Sack, 2003. Ich glaube, in München auf dem Filmfest von den beiden abgefüllt. Produzenten geködert. Und den Rest kann ich nicht mehr daran erinnern. Beim Debüt ist das schwieriger, ne? Da hat man noch nicht die Erfahrung. genau. Davor gab es auch schon so Buhl-Versuche von uns im Kurzfilmbereich. Aber bei diesem Abschlussfilm, unserem Debüt, abendfüllendem Debüt, da hat es dann geklappt und seitdem haben wir dann einiges gemacht und das ist natürlich auch eine ganz, da hat man natürlich bei einem Film wie jetzt hier im Schmerz geboren, da sind schon zig Jahre dann vergangen und man kann sich einschätzen, kennt sich und so weiter, da steigt man natürlich auf einer ganz, ganz anderen persönlichen Ebene ein. Und wann steigst du mit ein eigentlich in das ganze Geschehen? Also wir haben jetzt viel über die Bucharbeit schon gehört und wie das dann so entsteht von der Idee her. Das ist unterschiedlich. Hier bei dem Stück war es so, da war ich schon auch ganz am Anfang mit dabei. Und so arbeiten wir öfters mal, dass wir uns ganz, ganz am Anfang, also weißes Papier, es gibt Ansätze von außen oder von uns, wie auch immer. Und dann grübeln wir erstmal zusammen, bis wir eine grobe Richtung haben. Richtung heißt, das kann eine Figur sein, das kann eine Figurenkonstellation sein, ohne dass jetzt die gesamte Storyline schon steht oder so. Oder eine bestimmte Art von Konflikt oder so. Wie gesagt, hier war es ganz, ganz früh die Idee, Rache über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Moreau erschießt seinen Sohn und so weiter. Wenn wir das dann gemeinsam haben, dann trennen sich die Wege auch erstmal. Und dann ist Micha in seinem ureigenen Prozess. Ich werde ständig wieder überrascht. Ich werde auf dem Laufenden gehalten, was sich in seinem Schreibprozess tut. Und steigt dann wieder ein in die Stoffentwicklung ab dem Moment der ersten Drehbuchfassung. Brauchen Sie dann so einen Sparringspartner, mit dem Sie dann ab und zu sich austauschen? Also ist er das dann oder haben Sie da andere Autoren, mit denen Sie reden? Auch das. Wir haben ja auch ein Büro, Autorenbüro in Berlin und auch noch eine erweiterte Runde mit befreundeten Autoren. Da besteht jedes Mal die Möglichkeit, dass man Leute fragt, wenn sie Zeit und Lust haben, gegenlesen und in einem angstfreien Kosmos. Das ist das Schöne. Kollegen, die man mag, die zu einem kommen und einem helfen wollen. Den kann man auch sagen, bitte nicht die Geschichte umändern, in 3 Wochen wird gedreht. Bitte besser machen von dem, was da ist. Und dann wissen die Bescheid und dann geht's los. Und es wäre blöd, dann gute Ideen nicht anzunehmen. Und die freuen sich auch,
wenn das reinkommt. Das sind Sparringspartner, aber natürlich die Herrschaften hier auch. Und das ist halt unterschiedlich. Man kann nicht völlig dem Autor die Angst beim Schreiben nehmen, die er selber hat in der Einsamkeit. Der muss ja erstmal ein Papier voll machen. Das war ein Stoff jetzt im Schmerz geboren, wo ich ziemlich viel geschwitzt habe und Fingernägel gekaut habe, weil natürlich so ein im deutschen, ich meine, viele Filme, die wir mögen, da gibt es Personen, die die vierte Wand durchbrechen, die in die Kamera sprechen. Jetzt im deutschen Film nicht so häufig, im Tatort auch nicht so häufig. Wobei es gibt einen 70er-Jahre-Tatort, der wird kurz am Anfang, spricht der Kommissar zu den Zuschauern mit nur einem Satz und sagt, ich hoffe, Sie haben bei dem Fall mehr Spaß als ich. Und dann wird der Täter vorgestellt. Auch übrigens eine ganz andere Dramaturgie, als heutzutage bei den meisten Tatorten passiert. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Die, ja? Völlig gut. Denken Sie unterschiedlich? Wie der Film heißt? Der Tatort. Wie heißt der? Sogar ein hessischer Frankfurter Gold ist das, glaube ich, oder? Frankfurter Gold. Das Frankfurter Gold. Ja. Also es hat alles Wurzeln hier. Wir die Oberfrage hier für diese Veranstaltung ist ja, was tut sich im deutschen Film? Deswegen interessiert uns natürlich, denken Sie anders, wenn Sie wissen, ich schreibe fürs Fernsehen, als wenn Sie wissen, ich schreibe fürs Kino? Gehen Sie anders ran? Ja, ich glaube, Geschichte? Ich habe die Theorie, dass manche Autoren oder Regisseure verkrampft werden, wenn sie ans Kino denken. Weil jetzt gehen wir auf die große Leinwand und wollen natürlich das Übermeisterwerk machen. So Filme wie auch das, wenn es einem gefällt oder so, das hat trotzdem wieder eine Unverkrampftheit, weil das Tatortformat ist belastbar, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach. Und da kann man auch mal rumexperimentieren. Und vielleicht auch mal ein bisschen scheitern, gerade wenn man starke Partner hat, die an einem glauben. Und dann würde ich, glaube ich, ganz ehrlich eine Sache wie Spielen wir das Lied vom Tod so, oder die Bahnhofsszene, für Kino würde ich vielleicht nochmal überdenken. Ich finde es reizvoll, dass es gerade im Tatort stattfindet. Allerdings, gut, ist jetzt fortgeschritten, das ist eine gebrochene Szene. Ich könnte jetzt erklären, warum das auch nicht ein richtiges Zitat ist. Egal, scheiß drauf. Wir haben auch Waffenschwestern gemacht, da haben wir damals auch Sachen zitiert wie Crash von Cronenberg und so. Einfach, weil, hey, es ist Fernsehen und man kennt, wenn man sich auskennt, in auch amerikanischen Serien oder so, dass die auch eine große Freude schon seit 30, 40 Jahren haben, auch Formate zu nehmen und sie einfach spielerisch damit umzugehen. Es gab mal eine Serie, 80er Jahre Moonlighting, da war eine Folge, Shakespeare-Stück, ja. Da die widerspenstige Zähmung war das? Mit Bruce Willis. Genau. Wunderbare Serie. Die dann einfach mitten rein plötzlich in die Vergangenheit springen und ein Shakespeare-Stück eigentlich zelebrieren. Ohne Erklärung, warum die jetzt alle plötzlich im Mittelalter rumrennen. Und diese Spielerei oder so, es ist halt Fernsehen, warum nicht? Und da können dann ganz eigenständige Sachen einfach entstehen, weil es ein anderes Medium ist, man mit anderen Dingen arbeiten muss. Das haben wir hier probiert. Wie ist das für den Regisseur, wenn er dann so eine Szene zitiert, wie aus Spiel mir das Lied vom Tod? Ist das, wie geht man da ran? Denkt man da auch, ist vielleicht noch ein großer Schuh, den ich mir da anziehe? Ach, da haben wir damals gar nicht so wirklich dran gedacht. Ich habe mir auch bewusst die Szene dann nicht nochmal angeguckt oder so. Auch der Film bedient sich ja wiederum aus einem Repertoire der Filmgeschichte und so. Da vor ihm, gerade der Italo-Western und der dann nochmal im Besonderen und so. Irgendwo ist man dann selber auch da drin und das ist so eine bekannte Ikonografie, die wir da ganz naiv einfach rangegangen sind und das ist übrigens auch etwas, was ich im Nachhinein, was mir selber ehrlich gesagt nicht mehr so gefällt. Ich finde, das hätte man so ein bisschen lösen können, etwas in der Gestaltung, in der Umsetzung von dieser klassischen Ikonografie. Ja? Aber nein, wir haben uns auch noch, wie gesagt, es sind inhaltlich auch ein paar Dinge anders gelaufen, schief gelaufen und so weiter, da an der Stelle im Detail.
Aber wir haben uns dann auch noch richtig fett draufgesetzt. So. Und das ist, wo ich mir heute denke, ja gut, okay. Aber das war ungestüm und aus dem Bauch raus und so. Und warum nicht? Also da möchte ich direkt widersprechen. Ich finde, das ist ein Film, der dermaßen auf den Punkt inszeniert ist in jeder Szene. Also da, das ist der Blick des Regisseurs, glaube ich, in dem Fall. Was mich jetzt interessiert, da anknüpfend, Kino und Fernsehen, Liane, wie trennst du das? Also was ist für dich denn der Unterschied jetzt? Also weil das ist doch eigentlich ja auch schon ein Kinofilm, finde ich. Wo siehst du da, also wie definierst du das für dich? Ich kriege unheimlich oft Kino-Koproduktionsangebote, die ich zurückschicke, weil es für mich gute Fernsehfilme sind. Ich finde, dass der Kinoraum ein Raum ist, der das kollektive Unbewusste atmet und der alle eint in dem Moment, wo er in einem Raum sitzt und der etwas Größeres an den Start bringen muss als Fernsehen. Und ich sehe viel zu oft irgendwelche Filme, wo ich denke, wieso sollte ich dafür ins Kino gehen? Da gucke ich eher sozusagen im Fernsehen zu. Das Fernsehen als solches hat aber eine unglaublich große Chance, weil es innovativ sein könnte. Es könnte sozusagen die Vorbereitung sein für den großen Atem im Kino. Das Fernsehen weicht aber sozusagen seit Jahren jede Art von Bedeutung aus. Und ich denke, da besteht eine große Chance, wenn man jetzt sowas macht, da so ein Bindeglied herzustellen. Und also ich kann das jetzt nur so philosophisch irgendwie formulieren. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, weiß, was ich meine. Kino ist emotional, medienphilosophisch was völlig anderes als Fernsehen. Und Fernsehen kann aber sozusagen Leute ein, wo der Zuschauer merkt, aha, das Programm respektiert mich, es sieht einmal realistisch meine Probleme, dann überrascht es mich, ich sehe etwas, was ich noch nie gesehen habe, und es bereitet den Boden vor für den großen Sprung auf die Leinwand. Jörg, das deutsche Fördersystem setzt ja voraus, dass Fördermittel erst dann fließen, wenn ein Sender auch beteiligt ist. Jetzt, nachdem wir gerade gehört haben, worauf es ankommt, was ich auch völlig unterschreiben würde, ist das nicht oftmals, also wenn da quasi die falschen Redakteure Einfluss nehmen oder die falschen Sichtweisen sind, kommt da nicht eigentlich eher sogar Fernsehen dann ins Kino und wir schaden genau dem, was wir eigentlich im Kino haben wollen? Naja, das... Ja, das ist, berührt aber ein bisschen das Thema, was Michael vorhin angesprochen hat. Also das ist wirklich relativ wenig Produzenten sich leisten können, da wirklich den ganz großen Atem irgendwie zu haben, sondern das bedingt sich halt mittlerweile gegenseitig. Also die Förderung fragt, habt ihr schon einen Fernsehsender? Und der Fernsehsender fragt, habt ihr schon Förderung? Und irgendwo entsteht dann so ein merkwürdiger Hybrid, weil dann alle reinreden. Bei Kino Co. oder auch bei Debüts ist es sogar häufiger so, dass diverse Senderanstalten beteiligt sind und da kann ich nur sagen, das ist nicht lustig. Wie funktioniert das so, denn? Naja, also im besten Fall ist es so, dass der federführende Sender dann in Form seiner Redakteure das dann betreut und die anderen sich dann ein bisschen gepflegt zurückhalten. Manchmal ist es aber nicht so und dann kommt es zu wirklich bizarren Sitzungen mit bis zu 4, 5 Redakteuren und einem armen Autor, der sich dann aber auch 4 oder 5 verschiedene Meinungen anhören muss, weil diese Redakteure ziehen nicht unbedingt an einem Strang oder haben eine gemeinsame Vision. Und dann entsteht halt häufig so ein merkwürdiger Hybrid und es ist ja der Vorwurf, der, weiß nicht, jedes Jahr in Max Ophüls auf dem Preis erhoben wird, dass wir jetzt eigentlich mehr oder weniger Fernsehfilme sehen und keine wirklichen Kinofilme. Was ja umso erschreckender ist, weil es Nachwuchs ist. Die könnten ja eigentlich alles noch ausprobieren. Ja, aber das ist also meine Erfahrung mittlerweile auch mit Filmstudenten ist aber, dass das oft gar nicht so gewollt wird. Also dass diese Debüts auch eigentlich als Bewerbungsfilm für eine Fernsehkarriere irgendwie gemacht werden und dass teilweise das ist je nach Filmuniversität verschieden, aber teilweise durchaus auch befördert wird von den Professoren. Also ich weiß von Projekten, die von den eigenen Professoren ihren Studenten ausgeredet worden sind, weil sie sagten, naja, sie sollen sich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und
Also ein, zwei Sachen habe ich auch persönlich miterlebt und es ist schon finster, wenn dich ein Professor anruft und dir von einem Stoff abrät, den du eigentlich machen möchtest. Also haben wir auch eine Krise der Filmhochschulen. Ja, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber es ist auch schon ein paar Tage her. Aber naja, effektiv, wir bekommen ja, es kommen jedes Jahr 100 neue Regisseure Minimum auf den Markt. Und da ist logisch, dass so ein Wettbewerbsdenken natürlich von vornherein erzeugt wird. Für mich ist das Ganze so ein Leviathan, der sich verselbstständigt hat, wo man überall ansetzen könnte. Aber mit den Filmhochschulen, ja, es sind eigentlich zu viele Filmhochschulen da für die Leute, die rauskommen. Allerdings ist es natürlich auch toll, dass man so viel Auswahl hat an Leuten, die ausgebildet werden. Gut. Aber es ist richtig, an den Filmhochschulen selber, ich kann mich selber erinnern an einen Kurs, da kam Redakteur, Redakteurin an, eines großen Fernsehsenders, und erzählte sozusagen, was so gefordert wird von den Absolventen dann später auf dem Markt. Und das ist so, ja, wir machen Fernsehen. Und wir machen auch, das Kino ist auch Fernsehen im Endeffekt. Das heißt sozusagen, die haben selber in ihrer Redaktion oder können sich ein paar Kinofilme leisten. Ja, das ist Luxus. Weil sie ja auch in den Geldern mit vergeben. Das heißt sozusagen, und das sind dann, wurden dann drei Namen erzählt, die machen dann ihren Kinofilm, die auch kulturell auch unbedenklich sind. Und dann, das von vornherein, es ist eng verbunden eben mit dem Fernsehen, es ist nicht entkoppelt, deswegen ist das Kino in Deutschland, muss sich immer auch gegen das Fernsehen durchsetzen. Dazu ist ja auch so, dass die meisten Debütfilme weniger Etat haben als ein ausgestatteter Fernsehfilm. Und abgesehen jetzt vom Thema und vom großen Atem, kostet Film halt auch wirklich Geld. Und also es ist selten wirklich eine komfortable Summe da, um sich auszuprobieren, sondern eine kleine Produktionsfirma ist eigentlich demselben Stress ausgesetzt wie ein Fernsehsender, der, sagen wir mal, klar definiert in 21 und bei uns sind es ein paar mehr Tage, einen 90-Minüter herstellt. Und da wird es dann halt schwierig. Da kann man visuelle Visionen halt nicht in dem Maße ausleben, man kann sich nicht in dem Maße um die Schauspieler kümmern. Und am Ende kommt vielleicht ein Film raus, wie der Regisseur oder die Regisseurin ihn überhaupt so nie wollten. Also wir wollen das Gespräch aber nicht alleine führen, wir werden gleich das auch für Sie öffnen. Aber ich möchte noch direkt nachfragen, Jörg, wieso habt ihr denn mehr Drehtage und was ist denn so ein Budget für Im Schmerz geboren? Oder dass man es auch mal im Verhältnis sieht zu dem, was man sonst so hört. Über Budgets reden wir eigentlich nicht. Wobei im Schmerz geboren meines Wissens gar nicht so wahnsinnig viel teurer war. Also wir haben jetzt tatsächlich ja das Glück, dass... Sieht aber so aus. Ja, der sieht so aus, aber wir haben zum Beispiel Also in den Werkstätten gibt es zum Beispiel bei uns einen begnadeten Kunstmaler, der hat halt diese ganzen Bilder gemalt. Und wenn du das auf dem freien Markt bezahlen müsstest, dann würdest du wahrscheinlich als Produzent sagen, lass uns die Idee mal kippen. So, also und so summieren sich dann Sachen, die bei uns halt eher indirekte Kosten sind. Und dann ist der natürlich nicht billig, aber nicht in dem Maße, so wie es jetzt aussieht oder so. Und was war nochmal die Frage? Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Ist beantwortet. Achso, okay. Ja, aber so eine Hausnummer, die ja immer genannt wird für eine Tatortproduktion, sind 1,5 Millionen im Schnitt. Ja, wobei natürlich, wenn Herr Schweiger ein paar Autos zerfährt bei seinem Tatort, ist der bedeutend teurer, denke ich, als die üblichen. Wir hatten es ja vorhin schon mit den Produktionsfirmen angesprochen. Wenn so eine Szene wie jetzt die letzte Szene in dem Film mit den Leuten, die im Friedhof stehen, das ist ein Drehtag. Und Schauspieler werden nach Drehtagen bezahlt. Und dann steht Uli Mattes da für 2 Stunden vielleicht, wo das gedreht wird, und kriegt seine Tagesgage. Und die anderen drumherum auch, ein paar Statisten kriegen weniger. Das ist eine teure Szene. Das ist Brief und Siegel, Produktionsfirma, die das produzieren muss, würde uns sofort als erstes mit uns über diese Szene reden, dass die rausfliegt. Oder verkürzt wird oder wie auch immer, aber am besten gar nicht oder so. Ja? Wir hatten bei Hannah Mangold, hatten wir mit dem Produktionsleiter Schreigespräche. Da ging es darum, dass eine der Hauptfiguren nach Hause kommt. Da ist ein Typ, der nur einmal auftaucht, One-Night-Stand. Ich möchte mal wieder, sie schmeißt ihn raus. Es ging um eine Charakterisierung. Warum muss der Typ was sagen? Weil dann ist er ein Statist und dann kostet er weniger. Und dann brüllst du eine Stunde mit dem um diese Szene rum. Und jetzt stellt man sich wieder diese Szene vor. Also das ist genau das Problem. Und wieso geht das bei euch? Also das frage ich mich, es ist ja trotzdem teuer.
weil wir es wollen und woanders einsparen. Weil diese Szene ist, wenn man das durchdenkt, die kann man nicht ökonomisch sehen. Diese Szene ist sozusagen die Apotheose des Tatortes. Weil nochmal, ich habe noch nie einen Tatort gesehen, in dem die Getöteten geehrt wurden und verewigt wurden. Dieser Tatort sagt, es sind zwar unglaublich viele gestorben, worauf die Presse immer abgehoben hat, aber keiner hat über das Schlussbild geredet. Aber am Ende wird jeder geehrt und kommt zu seinem Recht. Und jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, ich könnte jedes Mal weinen. Und dafür hat sich jede Anstrengung gelohnt. Das ist toll und das würde ich auch total so unterschreiben. Haben Sie auch Fragen oder Anmerkungen, auch zurück auf den Tatort gehend? Das ist ja auch ganz spannend. Steigen Sie ein, geben Sie mir ein Zeichen, ich komme mit dem Mikrofon dann zu Ihnen. Aber das schreckt jetzt natürlich ab. Dass du kommst, oder wie? Natürlich. Ja, ich komme, weil wir zeichnen auf, deswegen. Sekunde. Nee, sonst das hört man nicht. Meine Frage dahin, wie weit man als Autor bereits beim Schreiben, sag ich mal, man muss ja doch ein gewisses Verständnis haben, wie viel das am Ende jetzt kostet. Ne? Also Sie müssen ja irgendwie sagen, ja, das, was ich jetzt schreibe, hier kostet irgendwas zwischen 1,3 und 1,6, aber es kann natürlich auch 4,5 kosten. Also wie hat man denn das Gefühl, ja, das kostet wirklich so viel oder es kostet halt deutlich mehr? Wissen Sie, was ich meine? Naja. Er hat nur das Gefühl nicht. Was ist jetzt die richtige Antwort darauf? Wo hast du dieses Gefühl her, vor allen Dingen? Ja, das Gefühl, ja, da ist ja, das. Dion. Ich weiche erst mal aus. Kollegen von mir sind inzwischen schon so drauf fixiert, dass die im Kopf eine Schere haben und probieren, okay, ich darf 5 Drehorte oder so benutzen. Ich meine, du wirst in der Vorabendserie, wirst du zum Beispiel konditioniert. Man guckt man sich mal an, was da in der Vorabendserie läuft, dann gibt es oft 3 Spielorte. Das ist auch eine Vorgabe und da muss man auch drauf schreiben. Teilweise bei bestimmten Tatorten weiß man auch, dass man sich einschränken muss. Bei dem, ich weiß es jetzt gar nicht, wie war das, wenn man das jetzt vergleicht? Wir haben erstmal, für uns ist erstmal so, dass das Ding überhaupt funktioniert auf Papier. Und dann gucken wir natürlich schon, was kann was kosten. Ich probiere gerade einen Vergleich. Hast du gerade eine Idee, wo wir das berücksichtigen? Gab es Szenen, die Sie rausgeschmissen haben, weil sie zu teuer waren? Ich glaube, nein. Also bei dem Stück waren es erstaunlich wenig. Und dennoch sitzen wir jedes Mal vor Drehbeginn. Es ist eine ganz normale Phase schon mittlerweile, in der man am Buch kürzen muss und finanziell kürzen muss und sich überlegen muss, wie man das ein oder andere auf eine andere Art erzählt, die etwas kostengünstiger ist. Das ist hier war es aber, es ist im Schnitt ein bisschen was rausgefallen. Aber ganz einfach nur deshalb, weil der Film zu lang war. Wir haben etwas Überlänge genehmigt bekommen. Das ist aber jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber er war trotzdem zu überbordend lang. Genau. Mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Oft ist es so, dass selbst wenn man kostengünstig anfängt zu schreiben und auch eine Produktionsfirma da ist, wie bei allem Respekt auch gegenüber der Produktionsfirma, wird trotzdem wieder probiert, dass es noch billiger ist. Deswegen kannst du dich irgendwann die Frage stellen, schreibe ich vielleicht 1-2 Punkte mehr rein oder deutlicher oder die dann nachher gestrichen werden können. Ja, ist dann Verhandlungsbasis. Ja. Genau, also so. Politik auch so. Ja. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von euch. Nee, wollte ich auch gar nicht. Ja. Naja, aber also ich weiß nur von mir, dass ich irgendwie da immer nie drauf geachtet habe, sondern eigentlich ging es immer erstmal um die Geschichte und ob sie funktioniert. Und weil das so war, wurde dann irgendwann der Produktionsleiter, der dann die Produktion betreut, doch irgendwie weitaus eher mit ins Boot geholt. Also nicht nur, weil ich so blöd bin, sondern so ganz grundsätzlich. Und das ist halt schon ganz schön, weil der jetzt ganz unabhängig von der Geschichte und von der Dramaturgie einfach nur dann wieder mit so einer Art Mini-Vorkalkulation einfach mal um die Ecke kommt und sagt, das und das und das ist alles super. An der Stelle habe ich ein bisschen Probleme, da weiß ich nicht, ob wir das gebacken kriegen. Und das ist aber erstmal ein finde ich, ein sehr
gangbarer Weg, wenn man dann darüber redet und möglichst frühzeitig darüber redet, um nicht einfach irgendwas rauszustreichen, sondern einfach vielleicht ein bisschen neu zu überlegen an manchen Stellen. Du musst auch inhaltlich so ein bisschen noch Spielraum lassen, wenn ich mir jetzt überlege, diese Szene ist ein Stunt oder so, jemand fällt die Treppe runter oder so, dann könnte ich natürlich sagen, okay, wir sehen gar nicht, wir hören das. Das kann ich reinschreiben. Jetzt kann es einen Regisseur geben, der sagt, ich will so eine Anweisung von dir gar nicht hören, du Idiot. Ich tu selber das auflösen. Jetzt haben wir natürlich einen anderen Rat und ich kann ihm was vorschlagen. Und Florian sagt dann vielleicht, lass doch bitte, das ist auch eine gute Idee, aber lass mal den Stunt drinnen, weil ich noch nicht weiß, ob das nicht die bessere Idee ist. Nur ist sie erstmal wieder raus, kann es auch sein, dass man stärker wieder verhandeln muss, weil die Leute sagen, es geht doch auch ohne. Und dann schränkst du dich natürlich kreativ ein. Hier geht es da gar nicht bei uns dann ums Geld, sondern um eine Vision, die sagt, wir bieten euch das Beste in der Vision an. Ob die jetzt Geld kostet, mehr Geld kostet oder nicht, ist was anderes. Hat man denn eigentlich irgendwann diese unberechenbare Größe, den Zuschauer auch so im Kopf? Also sei es, wird der jetzt überfordert, mutet man dem zu viel zu oder ist das gerade der Anreiz zu sagen, ja, die können viel mehr als man allgemein hin, so quasi so ja, Third-Person-Effekt sagt man in der Publizistik wahrscheinlich. Also dass man sie die immer erstmal als ein bisschen schwächer und weniger fordernd ansieht. Die können ja auch mehr. Das sieht man ja auch an den 70er Jahre und 80er Jahre deutsche Filme. Auch Tatort, die viel experimenteller teilweise war. Ich empfehle mal Kommissar anzugucken in Schwarz-Weiß. Da ist mehr Wackelkamera als in jedem Tatort heute manchmal drin. Die, denke ich, wurden auch teilweise vielleicht, ein Satz an Publikum wurde vielleicht umerzogen in den 90ern mit dem Privatfernsehen. Aber die können mehr, aber trotzdem denken wir auch an das Publikum. Die Sache ist halt sozusagen, was erzählen wir, wie kann es der Zuschauer könnte er es empfinden? Nicht, dass er es mag, wir sagen zu keinem von unseren Filmen, ihr müsst das mögen. Wir wollen nur eine Einladung geben, dass man es vielleicht verstehen kann. Oder auch in dem Fall im Schmerz geboren war es so, der Anfang ist so, auch unter anderem zu sagen, lieber Zuschauer, du siehst, hier läuft was ganz anderes als sonst am Sonntag. Jetzt kannst du ausschalten, wenn du das nicht magst, denn es wird nicht aufhören. Das war so die Überlegung. Was ergänzen, Jessen, Sie haben mal gesagt, das Publikum sei konventioneller geworden. Ja, sehr. Also ich finde, der Respekt vor dem Zuschauer bedeutet ja, die Latte höher zu legen, weil der andere das dann merkt. Also es ist ja logisch, wenn der andere merkt, sozusagen, ich lege die Latte für ihn niedriger, dann denkt er, der muss mich ja für einen Idiot halten. So, das sind unbewusste Prozesse. Aber es hat jetzt sich mittlerweile was anderes breit gemacht, wie auf allen Gebieten in unserem Land. Es gibt einen unheimlich erwachenden Konservatismus. Und die Hassbriefe, die wir bekommen, haben wir neulich auch mal drüber geredet, auch in einer Koordinationssitzung aller Fernsehchefs, die alle die gleichen Briefe kriegen, so nach dem Prinzip, ich zahle die Gebühr, ich bezahle dich und ich verlange das Programm für mein Geld, du hast für mich zu arbeiten. Und das wird in einer Schärfe vorgetragen und in einer Bösartigkeit, das ist wirklich faszinierend. Dann kommt noch die Koketterie mit der eigenen Dummheit dazu, so nach dem Prinzip, aha, ich bin wohl zu blöd für euer Programm. Das ist ganz schlimm. Und das sind natürlich nicht die Hartz-IV-Empfänger im Achselhemd, die zu Hause mit der Bierflasche auf dem Sofa sitzen, sondern das sind Ärzte, Rechtsanwälte und Lehrer, die uns schreiben. Das sieht man schon am Briefkopf. Und das macht es schlimm. Das sind die wahren bildungsfernen Schichten. Ja. Gibt es dazu Fragen? Ich bin aber. Und wie geht man damit um? Also jetzt mal ganz ehrlich, antwortet man denen? Oder, Nein. Doch. Nein, natürlich doch. Nicht. Ich antworte, nein, diese Briefe gehen meistens, ja nicht an mich, sondern die gehen direkt an den Intendanten. Der Intendant schreibt am Rand, bitte Antwortbrief. Was glaubst du, wie oft ich Antwortbriefe schreiben muss? Ich schreibe nie Antwortbriefe. Ja, du nicht. Die kommen ja immer zu mir. Dann schreibe ich irgendwelche Antwortbriefe und so weiter. Ich mache das eigentlich ganz gern, wenn es nicht so viele sind, weil ich schreibe schon ganz klar, was ich denke. Ich sage, sagen Sie mal, wo haben Sie eigentlich Ihren Sprachstil? Wo haben Sie eigentlich Ihre Kinderstube? So, aber...
Ich sage immer, was ich denke. Sympathisch. Gibt es Fragen oder auch, ob es nochmal Antworten gibt? Ja, das ist genau das Problem. Das ist das Schlimmste, übrigens auch bei Drehbuchautoren, die einem irgendwas schreiben und dann schreibt man ihnen zurück, nehmen Sie es mir nicht übel, das ist wirklich schlecht. Und ich sage Ihnen auch, warum. So, und dann kommt zurück, vielen Dank, ich bin Ihnen ja so unglaublich dankbar, das hat noch nie jemand gesagt. Und dann fangen die so eine Art von kreativer Brieffreundschaft an, das ist schlimm. Was ist denn der beste Weg, wenn man was an euch schicken will? Ist das ein Exposé oder ein Treatment oder erstmal einfach mit Exposé, euch in die Häuser ziehen? Exposé, kurz, knapp, 3-4 Seiten, um was geht. Unbedingt dazu schreiben, warum man die Geschichte erzählen will, was einem an der Geschichte selber persönlich wichtig ist. Und dann einen kurzen Lebenslauf. Also nicht erheblich ist jetzt, ob man Führerschein Klasse 3 hat oder so. Schreiben viele Leute hin oder, ja, gut. Hobbys, ja. Hobbys können manchmal wichtig sein. Also, Sie sollen auch nicht abgeschreckt sein, genau, wenn es auch Fragen zum Tatort selbst nochmal gibt. Auch das ist möglich. Ich möchte fragen, bezüglich Kino-Koproduktion, natürlich ein Kinofilm mit Dramaturgie ist anders aufgebaut und teilweise mit dieser erzwungenen Akten. Struktur, diese Drei-Akten-Struktur und natürlich eine Serie wie Tatort lebt von seinen Figuren, also ist mehr charakterbezogen. Wie entscheiden Sie dann, wenn ein Film wirklich eine Kino-Koproduktion sein könnte? Also einmal gibt es eine formale Entscheidung, wenn einem das als solches angeboten wird, also zum Beispiel auch gerade von den Hochschulen. Und man von vornherein sieht, also weil wir alle sehr viel ins Kino gehen und ganz viel Kino gucken. Und wir mittlerweile, weil wir so viel Erfahrung haben, das auch wirklich aus einem Instinkt heraus entscheiden, dass wir einfach sagen, das ist sozusagen, das hat einen großen Atem, nicht nur Frankfurter, Deutsche zu interessieren, sondern da ist der Zipfel von etwas erwischt worden, was alle Menschen interessiert, was Ewiges hat, was Globales hat, etc. Viele Kriterien oder was so aufregend und spannend ist. Aber wir kriegen halt unheimlich häufig so, sagen wir mal so, Familiendramen. Oder man muss auch ganz klar sagen, diese Til Schweiger-Filme sind meiner Meinung nach, ich würde niemals, obwohl ich Til Schweiger sehr schätze, für einen Til Schweiger-Film ins Kino gehen. Niemals. Auch für Schweighöfer würde ich niemals ins Kino gehen. Das sind für mich Fernsehfilme. Vielleicht anknüpfend an diese Koproduktion. Wir haben vorhin ein bisschen gehört, wie das funktioniert, dann diese Absprache unterhalb der Redaktion miteinander. Da gibt es dann einen, der so ein bisschen die Federführung hat und die anderen arbeiten da so ein bisschen zu. Wie ist das im Schnitt? Also, weil am Ende macht ja wahrscheinlich jeder eine Abnahme, oder wie läuft sowas? Nee, das wird schon eine gemeinsame Abnahme gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder einzeln den Film abnimmt, sondern der betreuende, federführende Redakteur ist normalerweise derjenige, der dann auch häufiger mal im Schnitt auch ist. Dann kann man einfach entscheiden, wird einfach eine Rohschnittabnahme vereinbart und dann kann man entscheiden, ob man hinfährt, wo immer das ist, oder ob man sich einfach eine Kassette oder Kassette, DVD. Schon lange dabei. DVD schicken lässt. Großvater. da kann man nur sagen, also bei Kino-Koproduktion ist so, dass in der Regel die Regisseurinnen und Regisseure und die Cutterinnen und die Cutter sich dermaßen selbst den Kopf machen, dass man sich da eigentlich, finde ich, wenn sie nicht wirklich dringend Hilfe benötigen, auch relativ weit lange erstmal zurückhält, weil das wirklich auch ein langer Prozess ist. Im Fernsehen ist es bei uns so, dass wir 2 bis 3 Wochen schneiden und da geht es dann eben richtig zur Sache und muss man ja dann auch auf eine Länge kommen, was man im Kino ja auch nicht unbedingt muss. Das ist auch sehr unterschiedlich. Also Jan-Ole Gerster hat, glaube ich, für Oh Boy 1,5 Jahre geschnitten. So. Und andere machen das irgendwie in einem Monat. So, das ist ja personenabhängig. Florian, wie läuft so eine Abnahme ab bei dir?
nichts falsch. Oh Gott, das sage ich jetzt. Stefan, wie läuft die ab? Da oben sitzt der Cutter. Das stimmt, ja, wunderbar. Ganz viel komm. Erlebt. So. Oh, aber Stefan, das jetzt kommst rückst du in den Fokus. Wie eine Abnahme abläuft. Ja. Sehr unterschiedlich. Also hier lief es, glaube ich, sehr gut, weil der Film einfach so super war. Ja. Aber wie Jörg schon gesagt hat, man ist ja selber so wahnsinnig im Stress, das Material mal mehr, mal weniger auch, aber das Material zu bewältigen, die möglichst beste Form rauszukristallisieren in der Zeit, die auch knapp ist. Ich, 3 Wochen mal 4 Wochen ist nicht so viel. Dass man da einfach Tag und Nacht dran arbeitet. Und ich glaube, hier war das, ich erinnere mich nur noch vage, das verschwimmt mit den anderen Abnahmen, die wir hatten. Ich glaube, sehr gut und sehr einfach und unkompliziert. Und danach wird über den Film diskutiert und man guckt, kann man es irgendwie noch besser machen? Das ist die Haltung, die alle haben. Und dann macht es auch Spaß. Herr Pohl, wann haben Sie den Film dann wieder zu sehen bekommen? Das ist unterschiedlich. Ich, jetzt in unserer Zusammenarbeit, ich komme eigentlich nicht ans Set. Das machen wenig Drehbuchautoren so, wenn ich das, oder viele sagen, sie gehen nicht ans Set. Ja, es gibt schon einige, aber es ist tatsächlich in Deutschland ist auch meistens auch nicht die Zeit dafür, dass man sich mal irgendwie Hallo sagt, weil die Drehzeiten ja auch immer kürzer werden. Zum Beispiel jetzt, es gibt zum Beispiel amerikanische Komödien, da kann es sein, dass der Regisseur da sitzt, nebendran Gagschreiber und an der anderen Seite der Drehbuchautor. Mhm. Die dann richtig mitarbeiten und dann sagen, okay, mir fällt ein Gag gerade ein und den kann er vorschlagen und dann kann der Regisseur entscheiden und so weiter. Und der Drehbuchautor guckt, dass es auch alle am Ende der Film noch passt. Hier nicht, sondern das ist dann alles unterschiedlich. Manchmal werde ich dann auch, wenn schon ein Schnitt, Entschuldigung, ein erster oder zweiter Schnitt fertig ist, dann auch mal gefragt, guck dir mal den Scheiß an, sag mal was dazu. Hoffentlich gefällt es dir, sonst fliegst du hier raus. Naja, dann dann probiere ich dann auch das Produkt dann, also nicht den Film, sondern das, was gemacht worden ist, möglichst sachlich anzugucken, um zu helfen. Ist die Abnahme durch den Autor schlimmer als durch den Redakteur, oder wie? Nein, gar nicht. Wirklich, bei uns ist das immer, das ist schon fast so eine ritualisierte Sache. Ich freue mich da immer drauf auch. Aber natürlich, man ist immer aufgeregt. Er ist ja dann auch, macht den Schritt zurück und ist auch einfach Zuschauer. Und jede erste Resonanz ist spannend. Und ja, da gibt es jetzt keine Sorge. Dass ich am Ende da verprügelt werde, weil ich das Buch verhunzt habe oder so von meiner Seite aus. Das ist alles das, gut. Das liegt aber auch daran, dass wir auch während des Drehs auch noch in Kontakt stehen. Also auch, dann kann es auch passieren, pass mal auf, wir haben über die Szene geredet, die funktioniert nicht so richtig. Oder es könnte besser funktionieren und dann kann sein, dass dann noch was, dass ich dann noch dran arbeite. Wir hatten im Schweighöfer Tatort den Fall, dass eine Szene nicht gedreht werden konnte aus Zeitgründen. Die hatte aber auch ein paar Informationen. Und dann habe ich schon vom HR noch die Produktionspläne zugeschickt bekommen, welche Szenen noch gedreht werden und habe dann geguckt, wo ich eine neue Szene reinbauen kann innerhalb der Szenen, die noch zu drehen sind eben. Dass man sagt, da kann eine Information noch reinkommen. Da muss man dann flexibel sein. Und das wird aber von vielen Autoren nicht mehr erwartet. Ich habe schon andere Erfahrungen gemacht, wo ich nicht mal die endgültige Drehfassung gesehen habe. Das wurde angekündigt, sondern dann wurde nochmal vom Regisseur eine Drehfassung gemacht. Und dann habe ich eigentlich einen fertigen Schnitt gesehen. Das war's. Haben Sie auch schon mal gedacht, das ist nicht mehr mein Film? In der Regel nicht. Also das habe ich meistens schon vorher gedacht, wenn es passiert. Bevor gedreht worden ist, das fing mit dem Buch an, aber... mit den berüchtigten Drehbuchsitzungen, ja. Oder? Aber läuft das denn ab? Nee, grundsätzlich habe ich Glück ja auch mit der Zusammenarbeit und die meisten Filme auch mit Florian gemacht habe, weil wir einfach uns super kennen und die gleiche Sprache haben. Ich kenne aber sehr viele Kollegen, die wirklich sagen, 70-80% ihrer Filme mögen sie nicht. Leider. Hier ist die nächste Frage.
Mal eine Frage zum Wiesbaden-Tatort im Speziellen. Bislang war es ja immer so, dass man alle Filme einfach hintereinander gucken konnte. Es hat alles ein großes Ganzes ergeben, da hat sich nichts widersprochen, bis auf ein Autokennzeichen. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn die Ereignisse von dem Schmerzgeborenen in zukünftigen Filmen nochmal wieder aufgegriffen und inwieweit bedingen sie auch den Folgefilm Wer bin ich? Oder hat das alles nichts miteinander zu tun? Es ist nicht beabsichtigt, dass es alles ein Ganzes ergibt? Nee, es ist nicht beabsichtigt, dass es ein Ganzes ergibt. Also das sind schon wirklich Solitäre und sonst hätten wir ja nach Wer bin ich eigentlich aufhören müssen. Und wir haben schon einen weiteren gedreht und planen auch wieder den nächsten. Nee, das ist eigentlich nicht so. Das Einzige, was eine gewisse Kontinuität hat, ist, dass es diesen Gehirntumor gab und der irgendwann eben geheilt wurde. Ja, und dass er ein einsamer Mensch ist, der eine vertraute Person hat, Magda. Und dass es eigentlich immer sozusagen darum geht, wie kann ich, wenn ich in diesen Abgrund blicke, sozusagen meinen eigenen zurückdrängen. Und darum geht es eigentlich in jedem Film. Und das ist die große Klammer. Aber man kann das, glaube ich, nicht so erzählen, dass man das immer weiter erzählt, weil dann wird es immer schwierig werden, weil man ja auch nicht mehr mit den gleichen Regisseuren arbeitet, sondern mit anderen Autoren. Man muss ja die Chance haben, auch mal wieder neu anzusetzen, wie im wahren Leben auch. Wir alle sozusagen leben ja nicht kontinuierlich, sondern auch in großen Brüchen und jeder hat einen Knacks im Leben und Umbrüche. Eben durch diese Unterschiedlichkeit finde ich es aber auch nochmal spannend, gerade wenn bei Co-Produktionen verschiedene Redaktionen dabei sind und jeder hat ja wahrscheinlich eine ganz unterschiedliche Haltung, eine ganz unterschiedliche Denkweise. Also das, was du, Liane, zum Beispiel gerade formuliert hast vorhin, das sehen vielleicht die vom WDR schon wieder ganz anders oder so. Wie kommt man da so auf so einen Konsens? Oder gibt es das gar nicht? Ist das gar kein Ziel so? Wie ist der Prozess, wenn die Redaktionen sich zusammen beraten zu so einem Co-Produktionsfilm? Also im Wesentlichen ist es so, also bei uns, ich habe bei ein paar großen Co-Produktionen mitgemacht, wie zum Beispiel Die Flucht, ganz schwierig. Das ist auch bei solchen Sachen wie Angesichts des Verbrechens schwierig. Die Co-Produktionen, die wir so im Wesentlichen gemacht haben, aber sonst sind eigentlich mit Kollegen, die sehr ähnlich sind wie wir. Also wo das ein angenehmer Diskussionsstrom ist, ja. Schwierig wird es bei großen Projekten, bei richtig großen, die Event sind, wenn ich das Wort schon höre, die sozusagen irgendwie besonders auf dem Markt aufschlagen sollen und so weiter und wo natürlich jeder irgendwie mitsprechen möchte. Ja. Ist das auch das Problem für die Serienproduktionen in der ARD, dass natürlich immer mehrere Sender kooperieren müssen, um überhaupt so eine große Anstrengung dann stemmen zu können? Ja, klar. Ich stelle die Frage. Ich habe gerade überlegt, ob ich fragen soll, ob es da so ein Haltungsproblem gibt eventuell. Also dass sich welche jetzt zum Beispiel an dem Schmerzgeborenen total stören und sagen, oh mein Gott, wie könnt ihr das bloß machen? Und dann sitzt ihr aber bei der nächsten Co-Produktion zusammen und macht einen Film wieder gemeinsam, wo dann wirklich so vielleicht zwei Sichtweisen aufeinanderprallen, weil die aus einer ganz anderen Welt eigentlich kommen, ganz andere Sachen vorher produziert haben. Also in der ARD ist es schon so, dass die Kollegen sich gegenseitig respektieren, muss man einfach sagen. Ja. Weil jeder macht mal Scheiße und jeder macht auch mal gute Sachen und so. Aber im Wesentlichen gilt, dass wir innerhalb der ARD ein unglaublich hohes Standing haben. Das heißt, die Kollegen bewundern uns eigentlich eher, als dass sie uns jetzt irgendwie kränken würden oder uns sozusagen schneiden würden oder so. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir ein relativ kleiner Sender sind. Wären wir mit dieser Haltung jetzt der WDR, na dann gäbe es Probleme. Aber nacheifern oder so, habt ihr schon gemerkt, dass jetzt andere Sender sagen, ach, wir wollen jetzt auch Wiesbadener Tatort. Naja, es gibt tatsächlich, also nicht nacheifern ist das falsche Wort, aber du wirst ja schon angesprochen, zum Beispiel, also vor allem bei nicht im Schmerzgeborenen der andere, weil sie böse sind, da wirst du von Kollegen angesprochen, die dann sagen, ja, wie macht ihr das denn so? Und dann sagst du, wie machen wir das? Also das ist ja ein Autor, ein Regisseur, die gehören uns ja nicht und also das können die ja genauso machen. Und
Ich weiß aber, dass jetzt berührt das andere, aber dass die dann tatsächlich auch angesprochen wurden und aber teilweise eben nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben, weil dann doch an Stellen anders gedacht wird als bei uns. Und das hat ein bisschen was mit vielleicht mit Scheren im Kopf zu tun, mit Vorgaben, die man dann gerne doch durchsetzen möchte. Und so ticken wir halt nicht. Und das andere ist halt erstmal ganz grundsätzlich ein Vertrauen zu schenken. Also weil wir betrachten uns zwar schon als Kreative, aber die wirklich Kreativen sind natürlich die Autoren und die Regisseure. Und wenn wir denen nicht vertrauen, dann kann natürlich auch kein guter Film dabei rauskommen. Und da höre ich halt, dass wenn in einem Drehbuchprozess, das ist ja was Michael auch gerade sagte, wenn es da schon so wahnsinnig knirscht, dann ist das auch ein Stück weit fehlendes Vertrauen an die Kreativen. Wäre das öffentlich-rechtliche System denn besser, wenn alle Sender selbst produzieren, wie ihr? Weil anscheinend funktioniert es ja. Das ist eine unglaublich interessante, bahnbrechende Frage, weil ich würde es salopp mit Ja beantworten. Weil wer Verantwortung übernimmt, verhält sich anders. Weil so schiebt immer der eine dem anderen das zu. Der Produzent schiebt es auf die Redaktion auf die Produzenten. Früher haben ja alle Sender selbst produziert. Dann hat man irgendwann das nach außen gegeben, in die Auftragsproduktion. Weil man zwei Sachen gedacht hat. Einmal ökonomisch, man muss keine Sozialabgaben, keine Renten etc. Man hat das alles nach außen gegeben. Und das Zweite, man hat sich natürlich versprochen damals, als auch das junge deutsche Kino irgendwie anfing, dass die Produzenten frischen Wind in die Anstalten bringen. Das war am Anfang auch kurz so. Man erinnert sich an die großen tollen Filme, die beim WDR auch entstanden sind, mit den großen Redakteuren dort auch. Und dann hat sich das geändert. Dann haben Produzenten, die natürlich eine Familie haben und die eine Firma haben, die über die Runden kommen müssen, sich den Wünschen der Redaktion anverwandelt. Das heißt, sie haben von vornherein schon rundgespülte Projekte angeboten, weil sie ja überleben müssen. Sodass das ein Zirkel ist, der kaum zu durchbrechen ist. Mittlerweile ist es ja so, dass auch ganz viele Fernsehsender in Amerika nicht mehr ihre Serien von den Mayer Companies machen lassen, sondern sie selbst produzieren, weil es den totalen Zugriff hat, sozusagen auf das, was man möchte. Es gibt auch mittlerweile viele Modefirmen, die sich zum Beispiel aus Pieck und Kloppenburg zurückziehen und ihre eigenen Läden aufmachen, weil sie sagen, dann haben wir alles sozusagen im Griff. Das ist eine grundsätzlich interessante Frage, weil die Produzenten können gar nicht sozusagen die Sender befruchten. Es sei denn, sie sind sehr groß. Das System soll ja jetzt ein bisschen geändert werden, indem die Produzenten auch mehr beteiligt werden an Rechten und auch wieder ein bisschen mehr ins Risiko gehen können. Also wir hatten ja das Beispiel in der ARD mit Weißen See, wo Frau Ziegler eben mitproduziert hat und die DVD-Rechte hat und dann irgendwann, weil die ARD keinen Sendetermin fand für die Serie, gesagt hat, so jetzt veröffentliche ich erstmal die DVDs und verkaufe sie, damit ich auch wieder Geld reinbekomme. Ist das denn die Lösung vielleicht für dieses System, dass die Produzenten auch tatsächlich wieder mehr von dem haben? Weil vorhin wurde ja auch gesagt, sie haben eigentlich nichts davon, wenn sie kreativ sind wirklich. Sie haben eigentlich nur was davon, wenn sie sparen. Wenn jetzt viel mehr erfolgreich sind und sie werden dementsprechend beteiligt. Also wenn wir uns jetzt über das Eckpunktepapier unterhalten, da sehe ich ganz große Probleme. Es wird genau umgekehrt ausgehen, weil es jetzt keine Buyout-Geschichten mehr geben wird und so weiter und so fort und mehr Rechte abgefragt werden, werden wir alle dermaßen finanzielle Probleme bekommen. Vor allem die Absenkung auch des Beitrags um 30 Cent, was überhaupt keinen Sinn macht, wo aber Millionen den Anstalten fehlen werden. Das heißt, sie werden einfach noch mehr sparen. Und dass die da mehr ins Risiko gehen, im Gegenteil, dann wird man den Produzenten holen, der sozusagen das Normale noch günstiger macht. Aber von den Produzenten ist das ja sehr begrüßt worden, das Eckpunktepapier. Das heißt, sie müssen ja was davon haben. Ja, aber ich halte es für sehr kurzfristig. Und noch provokanter, soll man Kino und Fernsehen nicht einfach trennen voneinander? Ja. Frau von Wahlert von der SPIO, Spitzenorganisation der Filmwirtschaft. Also vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Eckpunktepapier. Das interessiert ja auch nicht alle hier, aber die Produzenten halten das schon für eigentlich einen Fortschritt, weil sie sagen,
Also jetzt würde wenigstens mal Budgetklarheit oder Budgetwahrheit anerkannt. Das führt jetzt sozusagen in die Abgründe des Verhältnisses von Auftragsproduzenten und Sender, weil die Sender aus dem Kostendruck, den Sie ja auch schon alle erwähnt haben, die Produzenten, Entschuldigung, aus dem Kostendruck dann sozusagen keine völlige Etatklarheit oder Budgetwahrheit aufschreiben, um den Zuschlag zu kriegen und so weiter. Also das ist ja die Hoffnung, die damit verbunden ist, dass man sozusagen Tacheles redet, was eigentlich die Kosten sind. Das haben wir ja ganz wunderbar erläutert bekommen, was für Erwägungen es gibt für eine künstlerische Entscheidung, welchen Aufwand man betreibt. Ja? Fällt der jetzt die Treppe runter oder wird er gestoßen? Und wir hören es nur, das war ein tolles Beispiel. Also da erhoffen sich die Produzenten schon was, aber was das für einen Effekt hat, Trennung Kino-Fernsehen, Jesus Marie, das ist eine never-ending story. Also faktisch ist es ja nicht getrennt. Faktisch sind ein Großteil der deutschen Kinofilme mit Fernsehbeteiligung, aber nicht alle. Und vorhin wurde gesagt, Förderung, Sie haben das, glaube ich, gesagt, Herr Sperry, Förderung geht ja nur mit Senderbeteiligung. Nicht grundsätzlich, ist auch meistens dabei. Und die Förderer haben auch die Tendenz zu sagen, oh Gott, bei so einem Filmprojekt hat denn die Produktion schon einen Sender? Aber es ist jetzt nicht immer zwingend, zum Beispiel über das Reglement, dass das so sein muss. Also wenn jemand über Förderung und Eigenmittel und Beteiligung und Minimumgarantie vom Verleih und World Sales Minimumgarantie sein Budget zusammenkriegt, das kann den Produzenten eher auch stärker machen, weil wenn er ein gutes Produkt hat, dann kann er zu euch kommen und sagen, wie wäre es denn mit einer Lizenzlaufzeit für ein Jahr und ich Mediathek auch nur 7 Tage und danach mache ich online selber und wir haben ja noch viele weitere Vermarktungsfragen. Kino und Fernsehen, ich glaube, das ist eine Hassliebe, denn wir können die ganze Nacht darüber reden. Sind die Ästhetiken eigentlich verschieden, ja oder nein? Es gibt ganz tolle Darlegungen, es sind ganz verschiedene sag mal Trigger, das hast du gesagt, Liane Jessen, ja, Kino hat nochmal, schlägt ein anderes Buch auf und schlägt in mir andere Seiten an als Fernsehen. Fernsehen ist ein Gebrauchsmittel, eine Gebrauchsunterhaltung und Kino kann existenziell sein, ist es ja selten, aber wenn es gelungen ist, ist es das. Aber dann sagen die anderen, also ich kann mich auch an Fernsehsachen erinnern, die für mich existenziell waren. Jetzt sage ich mal ganz abgegriffen, die Holocaust-Serie, ja, das war Fernsehen und das war für die gesamte Bundesrepublik existenziell in der Frage, hallo, was ist eigentlich im Nationalsozialismus passiert? Und es war Fernsehen. Also ich höre jetzt auf. Ich finde, das Beste an der Frage ist, dass man nie aufhört, darüber nachzudenken. Vielen Dank. Hier war die nächste Frage. Eigentlich eine ganz banale Frage. Welche Macht hat die Quote? Und wie sehr wird darauf geachtet und ausgewertet für zukünftige Projekte oder im Rückspiegel betrachtet etc.? Inwieweit fällt das in die Waagschale? Also ich will nicht sagen, dass es bei uns gar keine Rolle spielt. Natürlich freuen wir uns, wenn wir am nächsten Tag sehen, dass wir eine gute Quote gehabt haben. Und wir freuen uns deswegen, weil wir dann unsere Ruhe haben. So. Und wenn man wenig Quote gemacht hat, gibt es Ärger, aber maximal einen Tag. Am nächsten Tag ist jemand anders dran. Aber da muss man sich schon auch irgendwie fragen, dass man mit irgendwas die Herzen der Zuschauer nicht berührt hat. Aber es gibt natürlich die Tendenz bei vielen, vielen Kollegen, da ist es entscheidend, ob jetzt, bleiben wir mal beim Tatort, ob der jetzt 24% hat oder 26. Und das ist bei uns vollkommen egal, das interessiert niemanden. Wenn wir allerdings jetzt immer einen Tatort machen würden, der immer bei 17-18% wäre, dann hätten wir echt ein Problem. Aber kommt ja nicht vor. Doch. Wer macht denn das Problem dann? Intendant oder wer? Ja, Programmdirektor und Intendant, weil es ihre Aufgabe ist, weil sie von den Gremien unter Druck gesetzt werden, weil die Gremien, Aufsichtsratsgremien sagen, das ist das teuerste Produkt, Fiction, das muss die Quote bringen, sonst lohnt sich das nicht. Und wie reagiert ihr darauf? Es gab ja bei Wer bin ich, also dem Folgetatort mit Tukur, in der Bild-Zeitung diese Grafik, wer wann ausgeschaltet hat, also wie die Kurve dann so innerhalb der ersten halben Stunde wirklich so rapide erstmal abgestürzt ist. Wie geht man damit um? Habt ihr damit irgendwie zu tun dann innerhalb des Senders? Naja, es gibt ja mittlerweile die berühmten Medienforschungen in jedem Sender. Also das wird aufbereitet bis zum Abwinken, also Minutenprotokolle. Also wenn du das gerne möchtest, kannst du deinen eigenen Film nochmal anhand dieser Quote, dieser Protokolle so durchgucken und
Aber das würde uns, glaube ich, alle nur unglücklich machen oder vielleicht auch glücklich manchmal. Also bei der Bild-Zeitung mit diesem berühmten, was war das? Es war nicht Ekel-Tatort, aber irgendwie so eine ähnliche Schlagzeile. Ja, genau, die große Tatort-Verarsche, ne? Genau. Da ist es tatsächlich interessant, was die sozialen Medien bewirkt haben, weil die gesamte Bildkamera ja von Bild Frankfurt, Bild Berlin bis Bild am Sonntag hat diesen Film geliebt. Bis Sonntag. Und noch in der Nacht während der Sendung, als so der Shitstorm über die sozialen Medien losging, haben sie sich wohl eines Besseren belehren lassen. Also es gibt ja eine Szene, da sagt Barbara Philipp, redet mit ihrer Agentin und sagt, sie möchte auch mal in so einem Nazi-Film mitspielen. Und dann sagt sie, was ist denn mit Leni Riefenstahl? Und sagt dann, was, da bin ich doch nicht zu alt zu. Ja, und die ist doch noch nicht mal eine Schauspielerin. Und in 2 Minuten später gibt es einen Tweet von Kai Dickmann an Maria Furtwängler. Guckst du auch gerade diesen unsäglichen Tatort? Hast du das gehört? Also die Bild-Zeitung hat dann schon tatsächlich wirklich auf diese Facebook- und Twitter-Geschichten reagiert. Das fand ich eher ein Phänomen und sehr interessant, weil vorher konnten sich tatsächlich relativ viele Kritiker auf den Film einigen. Ist das nicht eigentlich dann die ganz große Leistung jetzt, dass ihr noch die nächste quasi Ebene aufgebrochen habt, dass die Leute jetzt plötzlich noch zusätzlich, also das Fernsehen, wo man immer sagt, das ist ein Begleitmedium geworden, nö, also anscheinend, das ist ja wirklich, mit den sozialen Medien, das ist wirklich nicht so richtig lustig, also das wird ja auch vom Sender dann quasi begleitet während der Sendung und ich hatte zweifelhafte Vergnügen dabei zu sein. Und wurde auch angekündigt, das führte dazu, dass ich ungefähr im Minutentakt entlassen worden bin von den Zuschauern. Also irgendwie, was machen Sie denn morgen, Herr Himstedt? Wie ernähren Sie sich denn Ihre Familie, wenn Sie denn eine haben? Und die haben dann aber Herr Hochstedt wenigstens gesagt. Nee, die haben da tatsächlich Himstedt gesagt, blöderweise. Okay. Nee, aber nochmal zur Quote. Es ist, Quote zählt. Also das, als wir studiert haben, irgendwie zwischen 2000 und 2005, da ging es noch in Ludwigsburg, da kamen schon Stimmen auf, naja, jetzt wird schon gelogen, dass es nicht um Quote geht. Da kamen alte Recken an, die meinten, früher ist man beschimpft worden, wenn einer mit Quote in der Redaktion angefangen haben und er kennt gar nicht mehr seine Redaktion wieder und so weiter. Und heutzutage wird es ja offen diskutiert und selbst die Medien sind, ich meine, ihr macht es ja noch differenziert, ihr sagt plötzlich Marktanteile, so Prozentzahlen, inzwischen, wenn man die Zeitung aufschlägt, geht es nur darum, der andere hatte 10 Millionen, der hatte nur 9,5, ist das schon ein Flop, was ja... Ja, aber das war schon immer so. Dann würde es zwar runtergehen, aber es würde ja sozusagen im Funktionieren gleich bleiben. Also wenn man sieht, man hat so und so viele Abrufe aus der Mediathek, wenn man das dann gegenrechnet sozusagen, dann rechnet man das halt ab. Ja. Nee, und es hat sich wirklich was geändert und es wird offen darüber gesprochen bei euch. Ihr seid locker, aber ich habe euch auch schon erzählt von anderen Sitzungen bei anderen Redaktionen. Da kriegst du dann so vorgemacht, da haben wir einen Krimi. Und plötzlich ist die letzten 10 Minuten oder 5 Minuten ist ein persönlicher Kram noch der Ermittler. Dann kriege ich, wir haben Forschung betrieben und der Zuschauer, wenn das aufgelöst ist, der Fall, will nicht mehr die persönlichen Belange der Ermittler sehen. Erste Reaktion von mir, ja, weil die Scheiße sind bei euren anderen Filmen. Ja. Sozusagen, da macht sie interessant. Da muss man natürlich auch anders mit Figuren umgehen. Aber sowas hört man inzwischen. Und wir reden hier auch von Öffentlich-Rechtlichen. Oder eine andere, letzten so, da wir uns jetzt entschieden haben, nicht mit dem Krimi-Element anzufangen, wird uns das 500.000 Zuschauer kosten. Und sowas hörst du in den Abnahmen dann. Beim nicht hier, sondern beim ZDF gab es ja mal die berühmte Vorgabe, dass am besten jeder Film mit einem Hubschrauberüberflug zu beginnen habe, weil das die Zuschauer so schön reinziehe. Ja, aber also nochmal auf diesen Quotengedanken zurück. Eigentlich ist das ja eingeführt worden vom Privatfernsehen, um halt quasi die Werbeanteile und Marktanteile dann entsprechend dazu verkaufen. Jetzt sind wir natürlich an der Grundfrage, warum eigentlich interessiert das euren Intendanten, Programmdirektor und die woanders? Gremien. Die Gremien. Warum eigentlich? Weil letzten Endes dieser Grundversorgungsauftrag, was ja anscheinend verpönt ist, überhaupt nochmal anzusprechen, generell, der beinhaltet ja überhaupt nicht, ob das jetzt von
30% gesehen wird oder 10 oder gar nur 1%. Doch, das ist... Man muss alles abdecken eigentlich. Das ist eine uralte Diskussion, die was ich seit 100 Jahren geführt wird. Es ist einfach so, wenn man einen flächendeckenden Betrag erhebt, muss man den Anspruch haben, möglichst viele Leute zu erreichen, sonst hat man die Politik am Hals. Und das ist nicht lustig, so ist das, ganz einfach. Man kann nicht sozusagen erwarten, dass die Leute einen Betrag zahlen, so die Argumentation der Gremien, wenn man nicht den Anspruch hat, möglichst viele Leute zu erreichen. Das ist kein Spartenprogramm. Das geht auch bei den Privaten so. Bei Hannah Mangold, wir waren sozusagen zu düster, damals die Serie, die Reihe, hatten aber sogar nach Auswertung, da gibt es ja richtig Studien auch, wer guckt, eigentlich, ich habe schon die Begriffe vergessen, hedonistische Zuschauer, keine Ahnung, die halt das Geld haben, eigentlich eine teure Pizza zu kaufen. Aber die haben halt vor allem geguckt. Das wäre ja eigentlich toll für die Werbung, weil dann können sie die teure Iglo-Pizza verkaufen. Nein, wir sind ein Volkssender, ergo müssen wir eine Breite erzielen. Dann ist uns egal wer, Hauptsache sind viele dran. Und dann fehlen halt 0,8% oder so. Und dann wird es halt nicht mehr weitergemacht. Ja, Moment, Mikro kommt. Noch Ergänzung zu diesem leidigen Quotendiktat. Ich glaube auch schon, also wie Liane Jessen das sagt, wir haben ja jetzt auch die Gebühr ist jetzt umgestellt worden auf eine Haushaltsabgabe. Das heißt, das wirkt irgendwann quasi wie eine Steuer, auf jeden Fall wie eine Pflichtabgabe. Und das heißt, im politischen Raum, auch EU-rechtlich, gibt es natürlich, das ist ja auch die große Angst der öffentlich-rechtlichen Sender, dass es irgendwann ein Legitimationsdefizit gibt. Ja, man muss zwangsweise, wird was einkassiert, eine Gebühr von 17 Euro irgendwas. Und da steckt aber gar nicht sozusagen, da ist keine Grundabdeckung, Grundversorgung, Versorgungsauftrag, da steht sozusagen keine Reichweite mehr dagegen. Und ich meine, eins muss man ja auch sagen, es tobt ja im Moment ein Kampf. Also da ist ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist so ein bisschen die Insel der Seligen noch, sage ich jetzt mal von außen, mit diesen 7 Milliarden Gebühren. Aber der eigentliche Kampf tobt ja sozusagen um die Veröffentlichung im Internet, Zeitungen, Zeitschriften, wo gehen die Werbeetats hin, wie lässt sich Qualitätsjournalismus weiter finanzieren. Und wenn wir jetzt nochmal abwarten, die Präsidentin der Filmhochschule München, Bettina Reitz, hat neulich gesagt, also Filmhochschulabsolventen, ja, ihr aus Ludwigsburg haben 20 Jahre gesagt, also Kino ist das Größte, ja, auf der großen Leinwand. Sie hat gesagt, jetzt wächst da eine Generation von Studenten heraus, die sagen, ein Serienauftrag für Netflix, das wäre das Größte. Das wäre einfach der Hammer. Also das heißt, wir leben alle mit Kino, dafür sind Filme gemacht, weil wir das Kino lieben. Vielleicht kommt jetzt eine Generation, die sagt, oh, Netflix, da ist Serie für gemacht oder serielles Erzählen, dafür ist Netflix ganz toll. Also im Moment leben wir in einer totalen Revolution, was sozusagen die Frage betrifft, wer kommt wie mit welchem Produkt, über welchen Kanal, an welche Form von Aufmerksamkeit heran und was ist der Gegenwert, der Wert, also wer bezahlt da was, an wen, für was. Das ist ja, wird ja gerade alles auf den Kopf gestellt. Und aus dem Gesichtspunkt kann ich gut verstehen, dass dieses Quotendiktat, was oft so als Zuschauer denkt man, das ist ja ein echt, die bräuchten das dann noch, macht doch BBFC und macht doch werbefrei und ihr habt doch das Geld und könnt tolles, anspruchsvolles Fernsehen machen. Aber der Gesichtspunkt, dass da dieser Druck da ist, objektiv, kann man schon nachvollziehen. Also, dass die Quote beachtet werden muss. Vielen Dank für diesen Einwurf. Und vielleicht daraus direkt die letzte Frage, die Abschlussfrage in die Runde, wo wir von Zukunft reden. Wie geht es denn bei euch konkret weiter? Sind das jetzt Serien, denkt man mehr online? Was sind eure nächsten Projekte? Vielleicht mal der Reihe nach. Florian, magst du anfangen? Ist gerade noch nicht so ganz bestimmt. Bin am Eruieren, aber Serie ist da auch dabei. Es gibt Überlegungen tatsächlich in der Richtung und andere Stoffe. Mal gucken, was sich daraus kristallisiert. Ist gerade noch nicht so ganz. Noch nichts spruchreif. Ja. Alles klar. Liane, bei euch, wie geht's weiter mit Herrn Tukur als Moreau
oder Jörg? Das muss Jörg sagen, der hat da ein paar Sachen entwickelt. Also momentan schreiben Clemens Meyer und Thomas Stuber. Wow. Ein Drehbuch, und das wird sich so lose an Assault von John Carpenter und an Rio Bravo anlehnen. Also es okay, wird so klar, da überlege ich mir gerade, was hast du gesagt, als das bevor im Schmerz geboren war? Ja, nee, klasse. Spannend. Ja. Und dann planen wir ganz lose, das ist aber tatsächlich echt eine Schnapsidee gewesen, aber Uli Tukur ist da immer noch schwer hinterher. Das entstand tatsächlich in Baden-Baden. Weil immer in diesen Podiumsgesprächen, und wenn es denn um Tatort gibt, dann gibt es ja immer den Herrn Witte, den Erfinder des Tatorts, der immer da ist. Und irgendwann im Verlauf so eines Gesprächs wird immer gesagt, ja, und da ist er ja auch, der Erfinder des Tatorts, Herr Witte, und dann ist es wirklich ein bezaubernder älterer Herr. Und dann steht er so auf und erzählt zum gefühlt 150.000. Mal, wie es damals war, als sie mit zwei, drei Redakteuren zusammengesessen haben und den Tatort erfunden haben. Und am Abend haben wir überlegt, dass wir das jetzt irgendwie nicht mehr hören können und dass wir jetzt mit Uli einen Film machen, nämlich, dass die Nazis den Tatort erfunden haben und dass das zu einem, es ist jetzt noch nicht so weit gediehen, aber es ist irgendwie unter der Regie von so einem Menschen wie Veit Harlan oder so etwas entstanden, was aber auch nur noch in Teilen vorhanden ist, und da wissen wir noch nicht genau, spielt es komplett dann, also drehen wir das Ding dann auch in Aquacolor oder so, oder ist es jetzt eher eine Spurensuche aus heutiger Zeit? Der wurde dann von den Nazis im Giftschrank gelegt, weil man dann natürlich einen Täter gefunden hat, der den Nazis irgendwie nicht genehm war. Mit Moreau. Ja. Und damit ist dann klar, wer den Tatort erfunden hat. Ihr. Ja. Nein, ich nicht. Nein, aber hiermit ist schon mal eine Blindeinladung für diesen Film. Also das will ich hier haben, ganz klar. Liane, die nächste Co-Produktion bei euch. Schwieriger? Schwierig, da gibt es einfach, möchte ich nicht so drüber reden, gibt es ein paar Sachen, die mir eigentlich am Herzen liegen, für die wir aber kein Geld haben. Und da überlegen wir jetzt, welches sein könnte. Okay, dann drücken wir die Daumen da für mich. Also ja. Es gibt schon zwei, drei Sachen. Das eine ist, es war einmal Indianerland. Das ist eine Verfilmung des Kinderbuchs von oder Jugendromans von Nils Mohl mit Ilka Chatak. Das ist jetzt eigentlich soweit durchfinanziert. Also die drehen jetzt in diesem Jahr. Und hatte gerade einen Studenten-Oscar gewonnen. Genau. Ja. Das ist so das, was jetzt gerade so ansteht. Michael, bei dir? Frage. Ich glaube, wir wollten auch, ja, wir haben fast vergessen, ja. Der bekannte Kassel-Tatort. Genau, wir machen jetzt den Kassel-Tatort, den Reitze schon den versprochen hat, bevor es ihn überhaupt gegeben hat als Idee. Ja. Ich habe davon in der Zeitung gelesen, mit meinem Namen auch drin. Schon, ja. War wirklich so, ja. Ja, so gehen wir daran an die Sachen. Ja, dann sage ich doch mal, es war ein wunderbarer Abend mit unglaublich vielen tollen Informationen. Herzlichen Dank zunächst an meine Co-Moderatorin Dimut Röther. Herzlichen Dank an die tolle Runde. Einen herzlichen Applaus. Michael Brühl, Jörg Himmstedt, Liane Jessen, Florian Schwarz. Schön, dass ihr da wart. Und natürlich danke Ihnen für das Durchhalten. Wir haben ja unglaublich lange diskutiert, habe ich gerade gesehen. Am 1. Juni geht es weiter bei unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und dann gibt es einen wirklich außergewöhnlichen Genrefilm, der heißt Der Nachtmahr und ist international auf vielen, vielen großartigen Festivals gelaufen, von Locarno bis Toronto. Kommen Sie vorbei, und ansonsten einen guten Nachhauseweg heute. Tschüss. Hallo.